Und hier finden wir auch etwas, ja, Bezug zum Mann, und zwar im 1. Timotheus, Kapitel 3, Vers 2. Nun muss aber auch ein Aufseher untadelig sein, Mann einer Frau, nüchtern, besonnen, anständig, Gastfreundlichkeit, fähig zu lehren. Ja, das heißt also, du als Mann musst fähig sein zu lehren. Ja, nicht der Trunkenheit ergeben, nicht gewalttätig, nicht nach schädlichem Gewinn streben, sondern gütig, nicht streitsüchtig. Ja, es ist ganz wichtig, dass wir nicht nach Stress suchen gegenüber unseren Frauen, dass wir nicht besoffen sind und dass wir so benommen sind, dass wir nicht mehr wissen, was wir tun. Denn das ist alles eine Sünde, Leute. Ne? Das ist nicht gut, ist nicht sauber, es geht gar nicht. Ja? Und das kann zum Streit führen. Und das ist schon eine Sünde, wenn du das als Mann machst, obwohl du die Aufgabe hast, deine Frau wie eine Königin zu behandeln. Aber dadurch, dass du so benommen bist und so viel getrunken hast, dass du gewisse Dinge machst und du das gar nicht mehr checkst, du blickst es gar nicht. Ne? Deswegen, ja, haltet euch fern von so solchen Sachen. Ne? So ist das. Ne? Ist einfach so. Wenn mich jetzt jemand fragen würde, hey Flex, trinkst du Alkohol? Ich kann euch jetzt schon mal sagen, nein, ich trinke keinen Alkohol. Und wisst ihr warum? Das ist der größte Müll überhaupt. In meinem Leben. Das erste Mal, wo ich Alkohol in meinem Mund hatte. Ja, so wirklich Alkohol. Ich meine jetzt wirklich Alkohol. Boah, das war 2014. 2014, 2015. Zum allerersten Mal, wo ich das mal probiert habe. Und zum allerersten Mal ein Jägermeister. Ja, und da habe ich gemerkt, so, das ist nicht meins. Das ist der größte Müll. Ne? Alkohol für was? Ne? Also ich bin sowieso Sportler, also ich werde sowieso mein Leben lang nie Alkohol trinken, weil das ist der größte Dreck. Bin ich ganz ehrlich. Also für den Körper schon schädlich. Ja, Bruder Flex, ganz einfach. darf ich ganz kurz dazu Ja, was Schwester. sagen, weil du das Thema, darf ich was sagen, weil es zum Thema Alkohol, genau. Das ist natürlich, hast du recht. Also viel Alkohol ist natürlich ist schädlich für den Körper, aber ich meine es nicht böse, aber da muss ich dir halt ein bisschen widersprechen. Also es kommt drauf an, wie du das, den Alkohol, ob es dir schmeckt, wie du den Na, trinkst. na, na, Mit na, Essen. na, na, Weil na, Wein, na, na, na. warte mal. Jesus Christus hat doch Wein, seinen Wein. Wein, Wein, Wein. Ja, in Ja. gesunden Maßen. Ja, das Aber meine nicht so, dass du, aber nicht so, dass du benommen wirst, dass du Nein, im das Club nicht. läufst oder egal wo. Nein. Ja, genau. Ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, Ja. natürlich, natürlich, natürlich. Natürlich, alles gut. Dass du da tanzt wie Clown oder so. Ja, alles gut, alles gut, Ja. hast du verstanden. Alles gut, ich weiß schon. Ja. Okay. Aber Du weißt schon, fürs Herz ist gesund Wein, aber in Maßen. In Maßen. Also jetzt nicht denken, die ganze Flasche ist gesund. Nein, nein, nix ganze Flasche. Das hat ja auch viel Kalorien. Ja. Okay, ich lasse dich weitermachen. Entschuldigung. Alles gut, ja. Also, und so lesen wir hier in Timotheus, nicht in der Trunkenheit ergeben. Ihr sollt genießen, aber ihr sollt euch nicht was, dass ihr am Ende noch benommen seid. Das ist ganz falsch, ja. Dass ihr trinkt und dann, und dass ihr nicht mehr wisst, was ihr macht. Meine lieben Brüder und Geschwister, am meisten geht das an meine Geschwister, an die Frauen hier, ja. Merkt euch eine Sache, ja. Unterordnen, kein Alkohol. Und wehe, ihr trinkt, ja, meine lieben Geschwister. Danke, ich sehe, du hast dich entstummt, du willst bestimmt was sagen. Also ich selber trinke gar keinen Alkohol, also Okay. null. Ich vertrage es einfach nicht. Aber wir dürfen tatsächlich in Maßen mal ein Glas Wein trinken. Aber ich sage ganz Genau. ehrlich, wenn du jeden Abend ein Glas Wein trinkst, da ist auch was ein bisschen verkehrt, ne? Wir sollen, also Ja. wir dürfen alles, aber nicht alles ist gut für uns. Und die Sünde soll nicht über uns regieren. Wir sollen über die Sünde herrschen können, ja. Richtig, richtig, absolut, absolut, absolut. Das hast du schön gesagt, Schwester. Ne? Das hast du sehr, sehr schön gesagt. Ganz kurz, ich glaube, Abu Sujuk hat eine Anfrage geschickt. Ist er noch da? Ja, er ist noch da. Okay. Aber ich Deswegen wollte noch immer mal mit was sagen Respekt. wegen,
Ich wollte noch mal was sagen wegen Unterordnung. Ne? Natürlich, die Frau ordnet sich dem Mann unter und sie gehorcht dem Mann. Allerdings, sagen wir mal jetzt, der Mann sagt, Mister, ja, ich möchte jetzt... Ja? Versuche es nicht schön zu reden, Schwesterherz. Nein, 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 ich will, nein, nein, nein. Hey, guck mal. Heute greife ich euch persönlich an, ne? Nein, guck mal, die Bibel sagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als Menschen, ja? Das gilt auch zum Beispiel für die Ehe. Ich sage euch jetzt mal ein Beispiel, ja? Sagen wir mal, der Mann entscheidet, er möchte das Finanzamt hintergehen, ja? Da musst du als Frau und hast auch die Aufgabe, dem Mann zu sagen, hey, stopp. Das ist falsch und ich möchte auch nicht Teil von dieser Sünde zum Beispiel sein. Und da muss die Frau sich tatsächlich nicht unterordnen, weil er ja gegen Gottes Gebote geht. Und da muss sie Einhalt gebieten, weil sie wird damit Probleme bekommen. Wir sehen das ja auch in der Schriftstelle, wo Ananias und Sapphira zusammen beschließen, gegen den Heiligen Geist zu lügen und beide tot umfallen. Wir wissen jetzt nicht, wer das begonnen hat, ob sie das begonnen hat oder er. Oder ich zumindest kann ich mich nicht erinnern, da wäre es wichtig, dass der eine Partner zum anderen sagt, hey, stopp, das, was du jetzt machst, ist nicht in Gottes Sinne. Nein, absolut. Schwester, ich muss dir widersprechen, wenn ein Mann sagt, ich springe von der Brücke, dann musst du es auch machen, ganz einfach. Dann musst du sagen, ja, Schatz, haben wir unsere, hier, wie sagen die, diese Schwimmarme, haben wir die da? Ja, nein, dann springst du runter. Das ist das Einzige, was du fragen darfst, Schwester. Absolut, absolut, absolut. Wenn er unbedingt springen will, dann schubst ich ihn, ich helfe ihm. Spaß. Alles gut. Spaß. Ne? Ich finde das voll schön, dass wir uns hier alle gemeinsam versammeln und dass wir darüber sprechen. Das ist doch was Schönes. Und diese Information, Leute, was wir hier geben hier über die Frauenrechte und das Verhalten der Frauen. Es ist eigentlich was Schönes für euch. Ne? Es ist eine schöne Botschaft für euch. Aber jetzt fühlen sich manche Frauen wahrscheinlich eingeschränkt. Ja, aber hey, meine lieben Frauen hier drinne, ja, haltet euch daran. Ja, haltet euch daran. Ich sag's euch. Ansonsten habt ihr ein Riesenproblem hier. Ne? falls welche Flex, mach mal eine Umfrage. Welche Frau, die einen Mann hat, der sie so wirklich so liebt, wie die Gemeinde Jesus geliebt hat, welche Frau gibt es da, die sich nicht freiwillig unterordnet? Ich glaube, es gibt keine. Keine. Doch, gibt es. Ich will was sagen, was? Flex, weil ich möchte nicht lange hier warten. Ja, das ist jetzt also, ich habe was sehr Wichtiges und Schönes, das ich gesehen habe. Das war der Brief des Paulus an die Korinther. Okay, und hier war über, also was Jesus zu Mann und Frau sagte, ja. So, eine Frau ist gebunden, solange ihr Mann lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei zu heiraten, wenn sie will. Nicht. Nur geschehe es im Herrn. Glücklicher aber ist sie zu preisen, wenn sie nach meinem Rat unverheiratet bleibt. Und ich denke, dass auch ich den Geist Gottes habe. Okay, das fand ich richtig schön. Und meiner Meinung auch nach ist das, wir können nicht zwei Herren dienen. Also meiner Meinung nach ist das, also Jesus ist unser Herr, wir müssen ihn nur dienen. Ob Mann oder Frau, wir sind gleich für Jesus. Also lass uns sagen, Jesus lebt jetzt mit uns. Er ist zwischen uns. Und er hört uns an, ja. Was wird jetzt Jesus gerade sagen? Er wird sagen, ihr seid du bist mein Sohn, meine Tochter. Ihr seid alle meine Kinder. Egal ob Frau oder Mann. Liebt einander genau, wie ich euch geliebt habe, hat er immer gesagt. Oder nicht? Ja, egal ob Mann oder Frau. Okay, die Frau ist schwach. Und der Mann sollte natürlich die Frau schützen, ja. Aber das, was du erwähnt hast, das habe ich ja soweit verstanden. Ich kenne den Vers ja. Ja, genau. Dass, wenn der Mann jetzt, sagen wir mal, nicht mehr da ist, klar, denn wenn sie es möchte, kann sie heiraten. Natürlich, den kenne ich. Genau, das genau. Weiß.
Und deshalb, also Gott verbittet uns von nichts und Jesus verbittet uns von nichts. Und da sind keine Gesetze wie bei den Muslimen oder so. Ja, und so ist es. Und wegen die Priester, Priesterin und so, es kommt drauf an, ob Orthodoxer oder Katholik, bei Katholiken oder Orthodoxen. Also ich glaube, Evangelisten oder Protestanten, da darf eine Priesterin sein, bei Orthodoxen nicht und Katholischen nicht. Und da ist bei Orthodoxen halt diese Kopftuch tragen, also die Frau sollte ein Kopftuch tragen nach dem Heirat, aber jetzt machen die es nicht mehr natürlich. Und wir müssen was auch nicht vergessen, was die damals über die Frau geredet haben. Damals die Frau war nicht wie jetzt, die Frau modern und sie arbeitet und sie kann sich um sich selbst kümmern und alles. Ja? Wir müssen um sowas auch, also um sowas denken. Wir sind ja 2024. Viele Dinge haben sich geändert. Aber was sich nicht geändert hat, ist das, also die Liebe zu Jesus und Respekt für Jesus und wir und seine Geschichte. Das ist das Allerwichtigste. Ihn zu lieben und die 10 Gebote halten und also für meine Meinung nach, das sind die Allerwichtigste. Egal Mann oder Frau. Ja. Aber wo ich dich trotzdem korrigieren muss, das hat ja nichts mit katholisch zu tun. Nein, ich habe gesagt, bei den Katholiken zum Beispiel, die Frau darf keine Priesterin sein, bei der Orthodoxen auch, aber bei den Evangelien, da sind... Ja, aber hat nichts mit katholisch zu tun, wie gesagt. Ah, okay, alles klar, okay. Ja, das hat ja nichts mit katholisch zu tun, hat nichts damit zu tun. Aber ja, trotzdem, ich finde gut, dass du das erwähnt hast, aber wie gesagt, hat nichts mit katholisch zu tun, das ist ja wieder... Ja, okay. Okay, ja. Alles klar, weil es wurde auch so genannt, weißt du, also es wurde auch so geschrieben. Und was wollte ich noch sagen, bevor ich das vergesse? Da war noch. Ja, weil dann würde ich gerne weitermachen. Na, mach weiter, dann, wenn ich das erinnere, dann sage ich es wieder. Okay. Alles klar. Okay. So, Leute, ne, zum Abschluss über die Frauenrechte im Christentum, das haben wir besprochen. Meine lieben Frauen, die hier drinnen sind, ja. Nochmal, ich sage euch, ihr seid wunderhübsche Geschöpfe und merkt euch eine Sache, ja. Das mit dem Trinken, das könnt ihr schon mal bleiben lassen, macht es wirklich in gesunden Maßen und wenn, dann auch wirklich ein Wein, das ist okay. Aber es soll nicht zur Sünde werden, nochmal, denn dass ihr besoffen seid, trinken, es gehört sich einfach nicht, ja. An die lieben, lieben Frauen hier, ja, die sich vielleicht eventuell mal angesprochen fühlen, seid nicht sauer auf mich, ja. Der liebe Flex meint das auch nur gut, ne. Und wehe und wehe und wehe, ne. Ich sehe euch da unten im Chat, ja, ich sehe euch. Es ist egal, was ihr macht, ich sehe euch. Ich sehe euch, ja, es ist egal, was ihr macht, ja. Nichtsdestotrotz, wir sind damit jetzt fertig. Michael, danke, danke, ich küsse doch dein Herz. Wir machen jetzt mal weiter. Wir haben jetzt über die Frauenrechte im Christentum gesprochen. Ja, wir sehen hier ganz genau, dass es nur zum Guten dient, dass der Mann die Aufgabe hat, die Frau zu führen. Ja, somit ist sie die Königin im Haus. Im Christentum, Leute. Very important. Sprechen wir über Buch des Schreckens. Ihr wisst schon, wenn ich sage Buch des Schreckens, das muss ich euch nicht sagen. Ihr wisst schon, was euch jetzt blüht. Ja, euch nicht, aber die andere Seite, ja, die denken sich so, ach, dieser Flex, der redet doch nur über das Christentum. Gott sei Dank, der redet nicht mehr über uns. Oh, doch, jetzt kommt Buch des Schreckens. Jetzt kommt Buch des Schreckens, Leute. Darüber müssen wir aufklären, Leute. Ich kann euch auch sagen, warum. Dass ja unsere Geschwister nicht in die Irre geführt werden, falls die eine Schwester, sagen wir mal, packen oder fangen und sagen, hey, hör mal zu, das Christentum ist falsch, soll jede Schwester darüber Bescheid wissen, was für Rechte ihr habt, wenn ihr, sagen wir mal, eine andere Religion beitretet, ja, oder beispielsweise ein anderes Evangelium beitreten tut, ganz einfach, ja. So, somit sind wir über die Frauenrechte im Christentum, sind wir fertig.
Ich wollte nochmal Tanker fragen. Tanker, möchtest du diesbezüglich bei diesem Thema mitsprechen oder sagst du, Flex, da hast du ein bisschen, ist dir nicht so wohl und du sagst, nein, da spreche ich lieber nicht mit, ich höre lieber nur zu, Tanker. Oh, danke, dass du mich fragst. Ja, ich denke, dass ich bei dem Thema nicht so viel zu sagen habe, weil ich mich da nicht so gut auskenne. Ich würde dann runtergehen. Jetzt ist auch schon eine Stunde, bin ich also oben. Danke, dass du mich Ja. fragst. Ich wollte noch abschließend wirklich auch noch was sagen, damit nicht alle denken, ich bin so eine widerspenstige Braut. Ja. Also ich denke definitiv, dass die Frau nicht gemacht ist, um die Familie zu leiten. Das ist wirklich Mannesaufgabe. Das werden alle alleinerziehenden Mütter werden wissen, wie hart es ist, Mann und Frau zu spielen. Und das ist etwas, was Gott nicht gegeben hat. Wir sind das schwächere Gefäß, aber das heißt nicht, dass wir mental schwächer sind. Wir sind einfach körperlich schwächer. Und das ist eine Aufgabe, die uns nicht gegeben worden ist. Und wir sehen auch ein Schreckensbeispiel im Alten Testament, wo die Königin Isabel, die herrscht komplett. Sie ist eigentlich nur die Königin und ihr Mann Ahab ist der König und die Rollen sind verdreht und das ist ganz, ganz, ganz mies, was da rauskommt. Also es kann auch passieren, wenn ein Mann seine gottgegebene Rolle nicht wirklich einnimmt, dass die Frau dazu gezwungen ist, diese Rolle einzunehmen. Und das kann sehr viel Schaden bei den Kindern anrichten. Richtig. Da kann sehr viel Schaden angerichtet werden bei den Kindern. Und das ist manchmal fast irreparabel. Natürlich haben wir unseren Herrn, aber das sollte auf jeden Fall ein Mann, sollte seine gottgegebene Rolle auch erfüllen. Das wollte ich noch zum Abschluss sagen. Ich wollte noch Und was hinzufügen, und zwar, das hat Tanka sehr gut gesagt und gut, dass sie das anspricht. Wenn die Mutter den Mann, den König nicht im Haus hat, ja, das kann katastrophale Folgen auch für die Kinder haben. Ja, deswegen ist der Mann der König im Haus. Und deswegen, Männer, werdet nicht widerspenstig, ja, behandelt die Frauen wie Königinnen, denn nur durch euch. Ja, ich sag's nochmal, nur durch euch werden die Kinder richtig und gut erzogen. Ich hoffe, ich habe damit was Gutes gesagt und noch was Schönes. Tanka, du kannst mich bitte korrigieren, ne? hast du wundervoll gesagt, wirklich, Bruder, wundervoll. Super. Es gibt Gut. nicht so Hierarchie und die ist zum Schutz für alle Beteiligten gegeben. Und nie, Richtig. natürlich wird der Teufel immer versuchen, das zu pervertieren und die Frau zu unterdrücken oder die Kinder werden unterdrückt, aber bei unserem Herrn Jesus Christus in seinem Königreich dient Autorität immer zum Schutz. Absolut, 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 absolut. Sehr schön. So, an unsere ganze armenischen Brüder und Geschwister, ich küsse eure Herzen, alle, die in Christus sind, und unsere Aramäer auch, ja, Jesiden, die hier drinnen sind, die auch zuhören, ja, ich küsse eure Herzen, ne, ganz viel Liebe geht raus. An unsere deutschen Brüder und Geschwister, die hier sind, ne, alle Liebe geht raus. Jetzt sprechen wir mal über die Frauenrechte im Islam, ja. Die Muslime haben sich wohl gedacht, so, ach Flex, der redet doch sowieso nicht über uns, komm. Ach, den können wir doch jetzt in Ruhe lassen. Na, jetzt geht's erst richtig los. Frauenrechte im Islam. Oh nein. Oh no. Oh no, 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 no. Das wird jetzt Danke, Bruder. interessant. Ich verabschiede mich, ja? Ich höre von unten zu. Ja. Danke dir. Kein Problem, Gottes Schwester. Segen. Ja, Gottes Segen, Gottes Segen. Also, dann schauen wir uns mal die Frauenrechte im Islam an. Ja, wenn wir in Sure 4, Vers 3 gehen, ja, ihr wisst ja, im Christentum dürfen wir nur eine Frau haben, ja, und wir dürfen auch nur die Frau, diese eine Königin, die wir haben, ja, nur mit ihr können wir verkehren bis ans Lebensende. Und nur mit ihr können wir eine Gemeinsamkeit haben, denn du kannst deinen Geist nicht mit mehreren teilen. Ja, das geht einfach nicht. Ja, du kannst nur eine Frau haben, denn du und diese Frau, ihr seid ein Fleisch. Deswegen verlässt der Sohn seine Mutter, ja, um diese eine Frau kennenzulernen, um mit ihr eins zu werden. Und deswegen ist es uns nicht gestattet, im Christentum zwei Frauen zu haben, keine drei, keine vier. Das gibt's bei uns nicht. Sowas ist schon mal streng verboten. Das ist sogar eine Sünde, ne?
Ist einfach so. So, in Sure 4, Vers 3. Mama mia, was ich da schon wieder gefunden habe, ey. Das ist ja Buch des Schreckens, ey. Also, Buch des Schreckens. Leute, nimmt schon mal viel Popcorn, ne? Nimmt viel Popcorn und Tortillas. Ich werde danach sogar noch einen Burger essen, ne? Auf diesen Text hier, ja. Hier steht, und wenn ihr befürchtet, nicht gerecht hinsichtlich der Weisen zu handeln, dann heiratet, was euch an Frauen gut scheint. Wow. Ja, Sure 4, Vers 3. 2, 3 oder 4. Ja, also im Islam bis zu 4 Frauen könnt ihr heiraten. Ihr könnt auch 2 nehmen. Und wehe, die Frau wird widerspenstig. Die Frau muss das akzeptieren. Die Frau muss das akzeptieren. Im Islam, ihr dürft 4 Frauen haben. 4. Und die Frau darf nicht mal einmal was sagen. Ihr dürft. Das ist gar kein Problem. Ja. Stellt euch mal vor, 4 Frauen. Mit der andere, mit der zweite, dritte, vierte, 4 Frauen. Haram. Haram. Richtig haram. Nee, das ist Wahnsinn. Also, 4 Frauen dürfen die haben. Sure 4, Vers 3. 4 Frauen. Das ist eigentlich schon widerlich, wenn ich ganz ehrlich bin. Ja, es ist einfach so. Sorry, es ist keine gesunde Lehre. Ja, was für 4 Frauen? Ja, 4 Frauen dürfen die haben. Leute, und jetzt in Kombination mit einer bestimmten Sahih al-Bukhari, Leute. Ja, Sahih al-Bukhari 3237. Allah's Messenger said, if a husband calls his wife to his bed to have sexual relationship and he refuses and calls him to sleep in anger, the angels will curse her till morning. Überleg mal, du hast 4 Frauen, ja? Und keiner von denen will in dem Moment verkehren. Warum? Weil sie gerade einfach zu tun haben oder gerade in dem Moment keinen Bock haben. So kommen die Engel im Paradies und verfluchen die Frauen. Alle 4 vor allem. Wenn du 4 Frauen hast, alle 4. Warum verbindet ihr Sex mit dem Glaube, dass die Engeln kommen und die Frauen verfluchen? Nur weil die Frauen in dem Moment keinen Bock haben. Das heißt also, wenn du 2 Frauen hast, dann verfluchen die Engel diese beiden Frauen. Nur weil sie den hier nicht gemacht haben. Den hier. Was ist denn das? Was ist denn das für eine Lehre? Hey, Mann. Das ist so fleischig. Was ist denn das für ein Gott, Mann? Der schickt Engel, dass diese Engel kommen und all diese Frauen verfluchen, nur weil der Mann das nicht bekommen hat, was er will. Überlegt mal, Leute, wie krank das ist. Leute, das ist keine gesunde Lehre. Und die Frauen dann, die Muslime sind dann, Alhamdulillah, ich bin Muslim. Was für Alhamdulillah, du bist unterdrückt in deiner Religion. Alhamdulillah. Alhamdulillah, ich bin Muslim. Was für Alhamdulillah, du bist Muslima. Du wirst unterdrückt in deiner Religion. Das checken die gar nicht mal. Alhamdulillah, ich bin Muslim. Ja, okay, darf ich noch weitere 3 Frauen haben? Ist das okay? Und sagst du dann immer noch Alhamdulillah, Muslima? Flex, Bruder. Oh. Flex. Warte, Bruder. Loi, loi, lallah. Mohammed Rasulallah. 3 Frauen. Pam. Ey, Mann, ey, das ist Wahnsinn, was für eine Sekte das ist, ey, das ist nicht normal. Überlegt mal, Leute, Engeln kommen einfach und verfluchen alle 4 Frauen. Überlegt mal, so heilige Geschöpfe, Gott, heilige Geschöpfe von Gott, die kommen einfach und dann verfluchen sie diese 4 Frauen. Leute, merkt euch das. Sahih al-Bukhari 3237. 3237. Sahih al-Bukhari. Die Engel kommen und verfluchen alle Frauen, die widerspenstig sind. Nur weil die Frauen in dem Moment keinen Geschlechtsverkehr, sagen wir mal, haben wollen.
Was ist denn das, Mann? Das ist doch nicht normal. Das sind also eure Frauenrechte. Nur weil die Frau in dem Moment nicht will. La ilaha illallah. Muhammad Rasulallah. Drei Frauen. Pam. Engel, komm und versuch die Frauen. Ich muss dir was Besseres noch sagen, aber bald du fertig bist, noch viel, viel, viel Besseres. Du wirst das nicht glauben. Aber erstmal. Ja, ich mach nur kurz zu Ende hier. Ne, Leute? An die Geschwister, ja? Das ist eine Aufklärung an euch, dass ihr ja nicht vom Glauben abfällt, denn der Herr Jesus Christus ist die Wahrheit, ja? Der Herr Jesus Christus ist die Wahrheit. Deswegen haltet euch fern von solchen Irrlehren. Es ist einfach so. Das hat mit Gott nichts zu tun. Dass irgendwelche Engeln kommen und euch verfluchen und sowas. Sowas gibt's nicht. Dass Gott Engeln schickt, um euch zu verfluchen, nur weil der Mann das nicht bekommen hat. Was ist denn das? Ja, haltet euch von sowas fern. Es hat mit Glaube nichts zu tun. Ja, Sahih al-Bukhari 3237. Ja, das ist an das, an was die da glauben. Es ist einfach so. Daran wird sich nichts ändern. Ja, es ist ein krankes Glauben für mich. Also das Erste schon, wenn ich das sehe, weiß ich sofort, dass es nichts mit Gott zu tun hat. Aber diese Lügner werden es verteidigen, weil nur mit Lügen können die am Leben bleiben. Aber jeder, der einen gesunden Menschenverstand hat, weiß ganz genau, das hat mit Gott nichts zu tun. Und da wären schon bei mir die Alarmglocken aufgegangen, würde ich sofort sagen, ach du Scheiße, das hat mit Gott nichts zu tun. Ja, mit ihren Simsalabim-Ruf da. Wahnsinn. Simsalabim? Und jetzt bist du drin. Simsalabim? Jetzt bist du drin. Wahnsinn, Wahnsinn. Ne? Merkt euch, Leute, Sahih al-Bukhari 3237. Ne? Simsalabim, jetzt bist du drin. Ja, nochmal. Ein Thema spreche ich noch an, und das geht an die ganzen Muslime, die hier drinnen sind und eventuell von draußen zuhören. Ja, ihr sagt ja immer Alhamdulillah Muslima, ja. Aber ich habe was Schönes für euch, und zwar eine sehr, sehr schöne Quelle für euch, ja, an die Muslime, ja, die ihre Haare schneiden und ja, was weiß ich was machen, ja. Und zwar, Leute, Sunan An-Nasa'i 5049, ja, der Messenger of Allah, ja, also der Mohammed, hat gesagt, es ist verboten, dass ihr Frauen eure Haare schneiden tut. Das heißt also, egal wie eure Haare wachsen, wehe, ihr schneidet eure Haare. Ja, es ist verboten, meine lieben Frauen, ja, wehe, ihr schneidet eure Haare und ihr seid widerspenstig. Ihr dürft eure Haare nicht schneiden. Ja, Sunan An-Nasa'i 5049. Wehe, ihr schneidet eure Haare. Diese ganzen, wenn ihr hier Haare bis hier habt, wehe, ihr schneidet sie ab. Und wenn die Haare sogar den Boden berühren, wehe, ihr schneidet sie ab. Ihr dürft die Haare nicht schneiden. Ja. Wie schön und toll das ist. Ne? Das ist der Wahnsinn, ey. Ne? Bruder, frag dich, du wolltest was sagen. Bruder, ich hab's jetzt eben, ich hab's voll verpeilt, jetzt keine Ahnung, ich bin rausgekommen. Wenn mir wieder einfällt, sage ich dir. Ah, doch, hier, Bruder. Wegen den Frauenrechte. Guck mal, man braucht nicht mal suchen, auspacken. Ich erzähle einfach jetzt von meiner Familie, guck mal. Meine Tante, stell dir das jetzt mal vor, okay? Jetzt müsst ihr alle gut zuhören, Leute, denn der Bruder erzählt hier eine wahre Geschichte, Leute. Und vergisst nicht, Leute, umso mehr wir liken an meine Brüder und Geschwister, umso schneller und umso mehr wir liken, Leute, ja, sind wir ganz weit oben mit dabei, Leute, ne? Ihr wisst schon, ne? Wir bleiben stark, jetzt. Jetzt stell dir es mal vor, okay? Meine Tante, die stirbt ja an Krebs, und ihr Leichnam wird in Kosovo gebracht. Okay, sie wird beerdigt, und meine Cousine darf nicht, und die anderen Frauen dürfen nicht mit am Grabe stehen, weil sie Frauen sind.
und es sind nur die Männer da. Ja, ja, die dürfen die Leiche waschen. Die dürfen die Leiche waschen, aber die dürfen nicht. Das heißt, meine eigene Cousine darf das letzte Mal ihre Mutter nicht sehen, meine Tante. Weil sie eine Frau ist, weil Frauen da nichts verloren haben. Jetzt lass mal diese ganzen Suchen und alles, nur das, wenn du das hörst. Bruder, würdest du das akzeptieren? Gott bewahre, so, weißt du, so. Aber würdest du sowas akzeptieren, denn das letzte Mal, und du darfst nicht dabei sein, weil du eine Frau bist? Was ist das? Wahnsinn. Was ist das für ein, jetzt mal, guck mal, meine Cousinen akzeptieren das. Warum? Weil da eine Horde Männer ist. Wer traut sich dem zu widersprechen? Man nimmt es einfach so hin und man sagt, ja, das ist halt Tradition. Das heißt, du siehst deine Mutter beim letzten Mal sehen, alle fremde Leute, die da sind, dürfen sie sehen, aber du hast kein Anrecht, dabei zu sein. Wahnsinn. Daran erkennst du schon, dass die mit Gott eigentlich keine Gemeinsamkeit haben, denn das ist eine Irrlehre ohne Ende, bis zum geht nicht mehr. Ja, das ist einfach so. Das ist der Wahnsinn, Leute, ja. Und deswegen, das ist krass, deswegen an meine Geschwister und Brüder, die hier drinnen sind, ja, merkt euch eine Sache, der Herr Jesus Christus liebt euch und wendet euch nicht vom Herrn ab. Ist einfach so. Deswegen sind wir hier und machen diese Arbeit, ne? Es ist einfach so, ne? Die Begründung ist einfach nur, dass die Frau nicht darf, ja, Locke. Ne? Die Frau darf einfach nicht, die Frauen haben im Islam keine Rechte, so wie ich es euch gesagt habe, Sure 4 Vers 3, die Männer dürfen 4 Frauen haben und die Frauen sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslim, aber sie dürfen 4 Frauen haben. Sie dürfen 4 Frauen haben, können alle 3 pimpern, die andere Frau, wehe, sie ist widerspenstig. Die darf nicht mal widerspenstig sein, sie muss es akzeptieren, ja. Überlegt mal, was ist denn das? Das ist alles nur fleischig. Es hat nichts mit Gott zu tun. Es ist einfach so. Es hat nichts mit Gott zu tun. Ist einfach so. Fertig, Punkt aus. Da brauchen wir auch gar nicht mehr. Die Beweise sind klar hier. Ja, da müssen wir hier gar nicht mal viel reden. Ja, das Schlimmste ist noch, wenn die Engel kommen und die Frauen verfluchen, nur weil die Frau keine Bunga Bunga Chaka Chaka gemacht hat mit dem Mann. Ja, so kommen Engel und verfluchen. Da müssen schon die Alarmglocken angehen. Aber wisst ihr, wo das Problem ist? Die Frauen im Islam, die wissen das nicht. Die kennen diese Quellen nicht. Und dann, wenn sie aber diese Quellen kennen, dann gehen sie mit dieser Quelle zum Hodja vielleicht. Und dieser Hodja sagt aber, ja, ihr wisst schon, dann versuchen sie es so schön wie möglich zu verdrehen, dass die Frauen ja nicht auf andere Gedanken kommen. Ja. Deswegen sage ich nochmal, nur mit Lügen können die sich noch am Leben halten. Ja, nur noch mit Lügen. Die dribbeln und lügen, wo es noch geht. Ja, ganz einfach. Die sind Lügner und die bleiben auch Lügner. Ganz einfach. Ne? So, let's go back. Let's go back, Leute. Und ich habe es ja erwähnt gehabt. The Messenger of Allah forbade women to shave their heads. Also die Muslime, ja, im Islam, ja, jeder, der sagt, der Frauen, Alhamdulillah, ich bin Muslime, ihr dürft eure Haare nicht schneiden. Ja, laut Sunan An-Nasai 4549, ihr dürft eure Haare nicht schneiden. Es ist verboten für euch. Ja, wenn die Haare auch den Boden berühren, wehe, ihr schneidet eure Haare. Dürft ihr nicht. Basta, ne? Forbade women to shave their heads. Ganz einfach, ihr dürft eure Haare nicht schneiden. Mehr muss ich nicht hinzufügen. Ich denke, das ist ein Bam-Bam-Vers eigentlich. Jetzt kommt das Allerschlimmste. Ja, ich weiß nicht, was dieser Mohammed, was er sich dabei gedacht hat in diesem Vers oder dieserjenige, der das aufgeschrieben hat. Ja, und um das nochmal zu sagen, es ist eine Männerreligion. Ja, Frauen haben da keine Rechte. Das ist einfach Fakt. Frauen haben da keine Rechte. Sahih al-Bukhari 5093. Leute, ich lese es euch mal vor. Ja. Allah's Messenger said, evil omen is in the woman, the house and the horse.
Ja, im Haus einer Frau ist das Omen. Und bei einem Pferd. Was ist denn das? Hey Mann, ich mach weiter. Ich kann das nicht mehr lesen. Das ist mir schon zu viel. Das ist mir schon zu viel. Das ist mir schon zu viel. Ja, ein Omen. Ja, in das Haus einer Frau ist das Omen und bei einem Pferd. Was ist das, Mann? Ja, was ist das? Ey, Mann, das ist der Wahnsinn, Leute. Das ist doch krank. Vor allem bei einem Pferd. Ein Pferd, Mann, ich kann das nicht mehr. Ey, das ist mir zu viel. Sure 4, Vers 34. Leute, Sure 4, Vers 34. Ja. Wenn die Frau widerspenstig wird, ja, dann im Islam, bam, die dürfen die Frauen verschlagen. Wenn die Frau widerspenstig wird, Sure 4, Vers 34, ja, die Frauenrechte im Islam. Wenn die Frau widerspenstig wird, vermeidet das Bett mit ihr. Geh nicht mit ihr in einem Bett. Ja, bam, sie wird widerspenstig, pam, pam, Alter, richtig. Wie schön das ist. Was für ein Frieden. Was für ein Frieden. Was für ein Frieden das ist. Aber Leute, ich bin noch nicht fertig. Jetzt werden die Muslime sagen, ah, das ist falsch. Nein, das ist nicht richtig. Jetzt gehen wir aber in den Tafsir rein. Der Tafsir, ja, bei den Tafsiren sehen wir bei An-Nisa, bei Tafsir al-Jalalain, sehen wir ganz genau, dass wenn die Frau nicht horchen tut, ja, beispielsweise widerspenstig wird, ja, strike them down. Also du darfst sie hauen, ja, aber sei nicht aggressiv. Don't be violent, ja. Sei nicht aggressiv. Sei nicht gegenüber ihr aggressiv, wenn du sie haust. Also du darfst sie hauen, wenn sie widerspenstig wird, aber nicht mit Aggression. Also was heißt denn jetzt nicht mit Aggression? Das heißt also, du darfst ihr hier so pam eine kleine Schelle mitgeben. Das ist trotzdem Schlagen. Du hast die Frau geschlagen. Also im Christentum lesen wir nicht, dass der Gott uns befiehlt, Frauen zu schlagen, wenn die widerspenstig werden. Wir ermahnen sie, ja. Wir führen ein Gespräch mit den Frauen und die Frauen müssen sich unterordnen, ja. Ja, aber das geht nicht, dass man eine Frau schlägt. Also wenn ein Gott schon befiehlt, eine Frau zu schlagen, ja, nur weil die widerspenstig wird, also dann würde ich wirklich tatsächlich dann würde ich das hinterfragen. Das ist doch nicht normal. Bei den Tafsir steht drinne, also in den Suren steht drinne, bam, hau sie, aber in den Tafsiren wird das etwas verharmlost. Ja, du darfst sie schlagen, aber nicht mit Gewalt. Ja, nicht mit Gewalt. Ja, das heißt also, ich darf so machen. Bam, hey, hey, hey. Ja, das war's. Aber nicht mit Gewalt, aber so. Hey. Ey, das ist doch so krank. Das kann ich nicht, ey. Das hat mit Gott nichts zu tun. Sorry, das hat mit Gott nichts zu tun. Das ist krank. Das ist krank. Und dann lügen die und sagen, ja, aber Flex, du erzählst Humbug. Das stimmt doch gar nicht, was du erzählst, Flex. Doch, das ist so. Steht leider drinne. Wird sich nichts daran ändern. Ihr könnt die Worte so schön verdrehen, so wie ihr wollt. Es steht drinne, fertig, Punkt, aus. Ja, ist einfach so. Ihr seid Lügner und ihr liebt es auch, das Wort Gottes zu verdrehen. Ja, das merkt man ja auch schon, wenn ihr aus der Bibel Wörter rausnimmt und es so zitiert, so wie ihr es haben möchtet. Obwohl wir in der Bibel einen Kontext haben, was ihr natürlich beachten müsst. Ja, also wenn ich mir hier die Suren anschaue, ihr habt nicht mal einen gescheiten Kontext. Ja, alles durcheinander. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Ey, dieser Muizinruf, ey. Wahnsinn, 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 Wahnsinn. Ey, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Das ist nicht ernst zu nehmen. Ey. Das ist, nee. Davon sowas distanziere ich mich. Also, sorry. Davon distanziere ich mich ganz hardcore.
Das hat mit Gott nichts zu tun. Leute, dann gehen wir mal auf Sure 2, Vers 223. Leute, jetzt kommt das Schlimmste von allen. Jetzt kommt das Allerschlimmste von allen. Also das mit den Schlagen ist auch schlimm, gar keine Frage. Aber Sure 2, Vers 223, Leute. Das ist ein Armutszeugnis. Das ist wirklich ein Armutszeugnis. Ne? Wenn ich euch das vorlese, das ist schon ein Armutszeugnis. Das muss man sagen. Das ist ein Armutszeugnis. Sure 2, Vers 223. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. So kommt zu euren Saatfeld, wann und wie ihr wollt. Nein, eben nicht. Wir können nicht mit den Frauen machen, was wir wollen. Das funktioniert so nicht. Wir können nicht jederzeit zu unseren Frauen kommen und tun und machen, was wir wollen. Nein, eben nicht. Also damit ist gemeint, wenn wir den Tafsir noch das ist so schrecklich. Eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Das heißt, du kommst nach Hause, das habe ich verbunden mit Sahih al-Bukhari, wo, wenn die Frau widerspenstig wird, dann kommen die Engel und verfluchen die Frau, nur weil sie nicht will. Und das verbinde ich mit Sure 2, Vers 223. Ja, eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Ihr könnt mit den Frauen machen, was ihr wollt. Ja, das heißt also, wenn ihr nach Hause kommt, ja, und ihr habt diesen Druck und ihr möchtet mit der Frau was haben, ihr könnt mit ihnen machen und tun, was ihr wollt. Ja, das heißt also, sie kommen nach Hause und wenn sie sagen, ich habe Lust jetzt, komm her, du bist mir ein Saatfeld. Ich tue mit dir, was immer ich will. Die Frau muss hinhalten. Die Frau muss hinhalten. Und wehe, sie wird widerspenstig. Da kommen die Engel und verfluchen sie. Das ist der Wahnsinn. Das ist doch krank. Auch das flex jemand hier, die Amara, die schreibt ja immer ständig, dass es nicht so ist und so, und dass du Müll laberst quasi. Dann soll sie hochkommen. Ja, und dass es alles so wunderschön ist und dass sogar 60% der Frauen konvertieren würden, wenn es so wäre. Aber ich habe ihr geschrieben, ja, dann wären sie einen Kopf kürzer. Ne? Ja, ist so. Ja, eure Frauen sind euch ein Saatfeld. Ja, Sure 2, Vers 223. Ja, das heißt also, wenn eure Männer nach Hause kommen, die können mit euch machen, was sie wollen. Ja, Sure 2, Vers 223. Das heißt also, eure Frauen sind euch ein Saatfeld, so kommt zu euren Saatfeld, ja, wann und wie ihr wollt. Das steht ganz klipp und klar in diesem Vers. Das ist eine Katastrophe. Das heißt also, wenn der Mann von der Arbeit kommt und er sagt, hey, sagen wir mal, er hat zwei Frauen. Ich will es jetzt nicht noch schlimmer machen, er hat zwei Frauen. Ja, nicht vier, sondern zwei. Er sagt zu alle beiden Frauen, hey, legt euch hin, ich bin jetzt bereit, ja. So fleischig ist diese Religion, so fleischig. Was ist denn das? Das ist krank. Und wehe nicht. Was ist das? Legt euch hin, sofort. Legt euch hin, denn ihr seid ein Saatfeld. Wehe, ihr werdet widerspenstig. Wehe, ihr werdet widerspenstig. Dann kommen die Engel und verfluchen euch. Was ein Frieden. Was ein Frieden. Wahnsinn. Mohammed Rasulallah. Ey, das ist doch so der Wahnsinn, ey. Ich sag's euch, das ist nicht normal. Das ist krank. Das ist krank. Auch die Begründung, ja, das finde ich halt auch so schlimm, dass sie damit diese Tachia, kann man ja schon sagen, dieses, ja, aber wenn es so wäre, da würden doch 60% konvertieren. Ey, niemand kann da raus. Ich sag euch eins, ihr wisst gar nicht, ich bin ja Ex-Moslem, wie schwer es ist, aus dieser Gemeinschaft rauszukommen. Ihr werdet gejagt. Also im schlimmsten Fall, ich will jetzt nicht sagen, alle jagen euch so. Es gibt vielleicht welche, die liberal sind, die sich nicht dran halten, aber größtenteils
die Gemeinde, jeder, ihr seid der größte Dreck für sie dann. Ihr werdet gejagt. Ihr verliert alles. Ihr werdet gejagt. Ihr wisst nicht, was das mit euch macht. Ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Es geht eigentlich um die Gemeinschaft. Es geht nicht um Allah, habe ich auch schon mal Flex gesagt. Der Allah ist die Gemeinschaft. Ja, weil man traut sich nicht aus der Gemeinschaft raus. Nicht, es ist nicht, dass du dich nicht traust, dich von Allah zu entfernen, von diesem Allah, von diesem Buch, sondern aus der Gemeinschaft. Du wirst gejagt. Weißt du, was es heißt, wie groß die Familien sind, die Verwandtschaften, Leute, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Ja, ja? Absolut. Das ist unfassbar, dass man dann sagt, ja, aber wenn es so wäre, die werden dann konvertiert. Ja, wenn es so einfach wäre. Aber es ist nicht so, ja, dann bist du im Kopf kürzer, ganz einfach. Richtig, richtig, ist so, ist so. Und der Bruder fragt dich, kommt ihr aus dieser Religion, deswegen weiß er das einfach. Leute, jetzt kommt der allerschlimmste Vers, den ich euch vorlese. Und dann sind wir eigentlich für heute schon so gut wie fertig, außer es sei denn, die Muslime wollen kommen und diese Schrift verteidigen. Können sie ja machen, ne? Habe ich kein Problem damit. Aber ich muss euch was zeigen, Leute. Ja, übrigens zum Thema der beste Mensch. Ja, der beste Mensch, der je gelebt hat. Ja, schauen wir uns mal an, was in dieser Überlieferungskette ist. Ich werde euch jetzt mal zeigen, ob diese Person wirklich der beste Mensch ist, der je gelebt hat. Das schauen wir uns mal an. Da bin ich mal ganz unsicher, ne? Ganz, ganz unsicher. Also Leute, seid ihr alle bereit? Alle mal ein Herzchen, Leute. Wenn ihr alle bereit seid, alle mal ein Herzchen. Ja, dann lese ich das auch vor. Alle mal ein Herzchen. Alle mal ein Herzchen, Leute. Alle mal ein Herzchen in den Chats. Seid ihr bereit? Ja, ich sehe schon, ihr seid alle ready. Leute, Sunan An-Nasai. Macht euch bitte einen Screenshot. Sunan An-Nasai 3959. It was narrated from Anas that the messenger of Allah had female slave with whom he had intercourse. Der Prophet hatte Sklavinnen gehabt und mit denen hat er geschlafen. Azerbaijan, was ein Prophet. Der hatte Sklavinnen gehabt, das ist das Schlimmste überhaupt. Sklave und er hat mit ihnen geschlafen. Ach, der beste Mensch, Mann. Boah, Masha'Allah. Der hatte Sklavinnen gehabt. Und was hat er gemacht? Der hat nichts Besseres zu tun, als seine Sklavinnen zu pimpern. Der hat Bum-Bum mit den Sklavinnen gemacht. Der hat sich gedacht, oh mein, der dachte sich, oh mein Gott, ich bin so mächtig. Oh mein Gott, ich habe Sklavinnen. Oh mein Gott, legt euch alle hin. Bum-Bum-Bum-Bum, pimpert die alle. Ex-Bruder, das ist heute ja noch so. Guck mal, Dubai, wie viele Nachrichten es gibt, was sie mit den Sklaven von anderen Ländern machen, die sie da herholen aus Indien und so. Da gibt es ja heute noch Nachrichten, weil in gewissen Ländern wird ja die Scharia noch durchgeführt. Liest und selber googelt mal nach und schaut nach, das ist heute noch so, dass sie mit den Sklavinnen oder Sklaven machen können, was sie wollen. Heute ist es so. Ja, weil manche sagen, das musst du dazu sagen. Ja, aber das war damals so. Und ja, nein, guckt mal nach, googelt Dubai, diese Region. Es ist heute noch so. Es gibt sogar in YouTube Videos, wo da Fälle gezeigt werden, wie die teilweise mit Säure überschüttet worden sind. Ja, also Leute. Wahnsinn. Ja. Habt ihr gehört? Ist Wahnsinn. Ganz kurz, Schwester. Und hier sehen wir, Leute, bitte screenshottet das, Leute. Macht ein Screenshot. Ja, hier sehen wir ganz genau, dass der Prophet mit Sklavinnen geschlafen hat. But Aisha war natürlich dagegen. Ja, und das ist der Wahnsinn. Und er hat von Gott nicht mal eine Offenbarung bekommen, aber schläft hier mit Sklaven. Und dann sagen die, aber der Prophet hatte nie Sklaven gehabt. Doch. Female Slaves. Und er hatte sogar noch Geschlechtsverkehr mit diesen Sklavinnen, diese armen Frauen. Sie müssten sich so jemanden, so ein Biest, sich unterordnen. Was er wohl in dieser jener Nacht mit diesen Sklavinnen gemacht hat, das weiß nur Gott.
Der hat sie wahrscheinlich gepackt und die, ihr wisst schon, mit seinen Gelüsten und was auch immer der da hat. Ja, hat den hier gemacht. Ja, mein Name ist Mohammed. Ja, bitteschön. Hat mit Sklavinnen geschlafen. Wie ekelhaft, ey. Ja, Wahnsinn. Ja, jetzt drehe ich mal meine Kamera, Leute, und sag euch mal was. Ja. Leute, ihr müsst euch mal vorstellen, Leute, ich sag euch mal was. Ja. Hat Jesus Christus uns gelehrt oder hat Jesus Christus mit Frauen verkehrt? Nein, er war sündenfrei. Ne? Jesus Christus war sündenfrei. Ja, er hatte keine Sünden gehabt. Und Jesus Christus hat auch nicht mit Frauen verkehrt. Und Jesus Christus hatte auch keine Sklavinnen gehabt. Ja, und deswegen ist Jesus Christus die Wahrheit, Leute. Und hier sehen wir aber einen, der Gelüste ohne Ende hat, ja, und mit seinen Sklavinnen schläft. Ja, hat sich gedacht, so, ich bin mächtig, ich werde mit meinen Sklavinnen das Bett teilen. Ja, eigentlich ist es nicht witzig, aber das ist der Wahnsinn. Überlegt mal, Leute, er hatte Frauen gehabt, ich glaube, über 11 Stück, ja, und Pimp hat noch Sklavinnen. Also hat er ja noch mehr Frauen gehabt. Und dann sagen sie, das ist der beste Mensch, der je gelebt hat. Wie armselig das ist. Das ist ein Armutszeugnis, schon an sowas zu glauben. Das ist der Wahnsinn. Schon alleine sowas zu folgen, das ist schon mehr als armselig. Das ist wirklich traurig. Ja. Das ist eine Männerreligion. Das hat nichts mit Frauen zu tun. Frauen hier haben hier keine Rechte. Ja. Der pimpert hier seine Sklavinnen, hat noch inklusive. Überlegt euch mal, Leute. Der hatte 11 Frauen gehabt. 11 Stück oder sogar mehr. Ja. Und hat alle seine Frauen gepimpert und pimpert inklusive noch seine ganzen Sklavinnen. Bäh. So ein Pimper. Ey, aber richtig ekelhaft, jetzt mal ganz kurz, also überleg mal, ich weiß der nicht, richtig hör auf, ey, boah, ekelhaft, wirklich ekelhaft. Mit den Sklaven, ich hab's voll vor Bild gehabt, so, weißt du, diese Erniedrigung und so, ey, Leute, so, ihr könnt an alles glauben, was ihr wollt, wirklich, ernsthaft, ich will auch niemandem nahe gehen und Flex macht es auch nicht, es geht auch nicht darum, aber ich bitte euch, so, also das hat doch nichts mit Gott zu tun. Also, ich bitte euch, das kann nie von Gott kommen. Eine Sklaven oder mehrere Sklaven zu halten und sie durchzupimpern. Also, ich bitte dich. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Das ist mehr als nur traurig. Naja, gucken wir mal. Wer kommt jetzt hier rein? So, wer ist das? Hallo, Carlo. Hi Flex, ich war vor einer Woche bei dir. Ich weiß, wie geht's? Ganz gut, danke schön. Ja. Ich wollte noch was sagen dazu. Sklaven bei Islam, das heißt Milk al-Yamin. Und Milk al-Yamin, das heißt, du besitzt die. Das ist dein Besitz. Du darfst machen damit, was du willst. Da steht zum Beispiel in Surat al-Ahzab 50 und 51 zum Beispiel. Da steht auch über Prophet, er kann jeder haben, ohne Heirat, ohne Zeuge, ohne Mahr, ohne gar nichts. Er kann einmal machen und tschüss. Da steht bei Surat al-Ahzab 50 und 51. Und da sagen die, das ist der beste Mensch, der einfach Frauen misshandeln kann, wie er will oder wie abscheulich, nee, das ist das ja, zum Beispiel die meisten Muslime, die verstehen Sklaven als was schlecht ist, ne, aber bei meisten Suren auf dem Koran, da steht wa malakat amyanukum, also eure rechte Hände, mit rechten Händen, also
Was, das ist eure rechte Hände. Melkul Yamin, das heißt, das kannst du machen, was du willst. Also Sklaven ist was anderes und Melkul Yamin ist auch wieder gleicher. Das ist, also wenn du nach Übersetzung gehst, Sklaven ist noch gut. Richtig, ja, das stimmt. Ist Wahnsinn. Noch gut, wirklich. Ja. Also das Traurige an der ganzen Sache ist einfach nur, dass die Frauen nicht merken, dass sie eigentlich gar keine Rechte hier im Islam haben. Ja, wir sehen hier ganz genau, dass die Frau nichts zu melden hat hier. Ja, es ist einfach so. Wir sehen hier auch, dass der Kerl Sexsklaven, also SEX-Sklaven gehabt hat. Wir haben Flex. Mhm. Flex, die meisten Rechte zum Beispiel, die Frauen sagen, ja, wir haben ganze Sura über uns. Ja. Wir haben ganze Sura über uns, zum Beispiel Sura Tel-Nisa. Ne, das ist über Frauenrechte, aber ich sehe kein Rechte da. Das Gegenteil finde ich. Ich habe das auf Arabisch gelesen, es gibt kein Rechte. Sura 2, Vers 223 sehen wir ganz genau, eure Frauen sind euch ein Saatfeld, ihr dürft mit sie machen, was ihr wollt. Ja, also an die lieben Muslime, die sagen, es ist so eine friedliche Religion. Ja, die Männer können mit euch machen, was sie wollen, ganz einfach. Und sie dürfen 4 Frauen haben, ganz einfach. Das ist eine Männerreligion. Das hat nichts mit Frauenrechte hier zu tun, gar nichts. Eine Männerreligion, fertig, Punkt aus. Und die lieben Muslime, die hassen mich dafür, dass ich heute live gekommen bin und darüber spreche. Die haben gedacht wohl, der Flex, der kommt nicht online und so. Gott sei Dank haben wir diesen N los. Nein, dieser N ist heute da und spricht weiter darüber. Hey, Flex, das geht auch. Ich werde niemals gehen. Flex, vor die bist du noch ein Christ. Ja. Wenn man Ex-Muslim, der ist noch ein schlimmer, glaub mir. Ich weil man geht ja nicht aus in, man geht nicht aus in Islam, tretet nicht aus in Islam ohne Gewiss, ohne Erfahrung, verstehst du? Und ich habe man liest und sagt, oh Gott, was ist das für Katastrophen, die hier sind? Ja, das ist wirklich so. Ich bin fast konvertiert worden und dadurch, dass ich das erkannt habe, was für ein Hokus Pokus da drinnen steht, habe ich sofort gesagt, Astaghfirullah, bloß raus da. Raus! Astaghfirullah, raus! Bloß nicht den Simsalabim-Spruch sagen. Ansonsten, sobald du diesen Simsalabim-Spruch gesagt hast, dann bist du gefangen, du kommst da nicht raus. Und wenn du rausgehst, du bist ein Murtad. Ja, vielleicht, ich möchte was sagen, dass du davon noch nicht erwähnt hast. Ja. Bei Muslimen, da ist auch was, der heißt Jawaz al-Shar'i. Das bedeutet kurzfristige Heirat. Die heiraten halt, um Bunga Bunga zu machen und dann die lassen sich scheiden. Kennst du das? Kennst du es? Das ist mehr kenn ich nicht. Aber ich lasse euch kurz weiterreden. Ja, ich bin gleich wieder da. Ich schalte kurz Licht an, weil es wird langsam hier ein bisschen dunkel. Und sonst könnt ihr mein Gesicht nicht sehen und ich denke, es wird Zeit. Aus der Dunkelheit rauszukommen und weiter darüber zu sprechen. Die Muslime denken sich so, bitte Flex, geh offline. Nein, heute gesamtes Programm. Ne? Okay, Flex, ich bin auch arbeiten weiter. Ne, ich arbeite weiter dann. Ja, wollte ich nur das sagen. Und das ist... Ja, Mohammed, kennst du es? Oder jemand bei euch, der Muslim hier ist. Kennt ihr das, über diese kurzfristige Heirat? Mutar-Ehe wahrscheinlich, ne? Es heißt Sharai. Also die heiraten, ich glaube, um nur das zu machen. Nur dann, um Banga Banga zu machen. Nur so. Genau, ja. Und danach, ja, ich kenne, und danach sagen die, ciao, du bist sowieso nichts mehr. Also eine Nachbarin von mir hat das. Eine Nachbarin, ich kenne das unter Mutar-Ehe, ne? Die bezahlen Geld, also die bezahlen keine Ahnung wie viel, die bezahlen auch die Frau, um halt diese Heirat zu machen, dann Bunga Bunga und dann, das war, ich glaube, das geht nur 3 Tage lang. Naja, du kannst auch theoretisch für eine halbe Stunde, das geht auch. Ja, weiß ich nicht, aber also, ja, also das stimmt, ne? Da gibt das sowas, also ja, es ist halt... Ja. Oh, ja. Seht ihr Leute, seht ihr das? Ja. Aber soweit ich weiß, also ich kenne das unter dem Begriff Mutar-Ehe, also nicht Mutter, sondern Mutar, also mit A-H am Ende. Ah, okay, ich kenne es. Halbe Stunde weiß ich nicht, aber 3 Tage
bin ich mir auch sicher. Es war auch 3 Tage, aber halbe Stunde bin ich mir nicht sicher. Ja, genau, 3 Tage war es. Also ja, Sharai, ja, 3 Tage. Javes Sharai heißt das auch. Aber das ist ja wie Live-Firma. Das ist wie Live-Firma eigentlich. Frag dich, Alter, du bist der Beste. Aber es ist unglaublich, wenn sie sich scheiden lassen, die musst du nur 3-mal sagen, ich will mich scheiden lassen, 3-mal und das war's. Dann haben sie sich scheiden gelassen. Also nur 3-mal sagen und das war's. So einfach geht das bei, also. Also im Vers steht keine Zeitangabe zumindest. Ich weiß nicht, vielleicht steht im Tafsir von 3 Tagen, aber im Vers auf jeden Fall steht, soweit ich weiß, keine Zeitangabe, wie lange diese Ehe folgen muss. So, und nichtsdestotrotz, sehen wir ganz genau, dass diese Religion einfach mit Gott keine Gemeinsamkeit hat. Frauen haben einfach keine Rechte. Ist einfach so. Schon alleine, dass wir sehen, dass ihr Vorbild, ihr wisst schon, wer dieser Vorbild ist. Ich will seinen Namen nicht nennen. Ja. Und er selber Sexsklavinnen, also SEX-Sklavinnen hatte und mit denen verkehrt. Und inklusive hat er noch weitere 12 Frauen, die er pimpert. Und dann plus noch seines SEX-Sklavinnen und ihn noch als der beste Mensch hinzustellen. Anstatt den Herrn Jesus Christus an erster Stelle zu stellen, stellen sie lieber jemanden, der hier, was weiß ich was, über 10 Frauen pimpert, plus noch seine eigenen Sklavinnen pimpert und das noch als bester Mensch hinzustellen. Ja. Das ist schon ein Armutszeugnis, muss man schon sagen. Und deswegen sage ich nochmal, die leben in Lügen und nur mit Lügen können die sich am Leben halten. Ja, und die haben sich gedacht, wo diese eine Woche, wo Flex nicht so regelmäßig live kommt, haben sie sich gedacht wohl, der liebe Flex, der ist Gott sei Dank nicht da. Oh, jetzt sind wir erholt von dem, ja. Und jetzt kommt Flex und pam, 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 eins nach dem anderen. Hey Flex, was die meisten sagen da? Die meisten sagen, er hätte noch mehr Frauen heiraten können. Ich weiß. Er ist ekelhaft, ey. Das ist echt widerlich, ne? Das hat nichts Göttliches gemeinsam, es ist einfach antichristlich und wir wissen ganz genau, dass so solche Erlaubnis auch nur vom Satan kommt, dass du so viel haben kannst, wie du willst, das kommt nur vom Satan, das ist einfach so. Das ist eine satanische Lehre, schon so viele Frauen zu pimpern, wie man will, das ist eine satanische Lehre, das ist einfach so. Es ist eine satanische Lehre, wenn jemand einfach so viele Frauen haben kann, wie er will. Ganz einfach. Satanische Lehre. Hat mit Gott nichts zu tun. Ja. Deswegen an meine lieben Moslems, jetzt könnt ihr euch gefasst machen, ne? Jetzt werdet ihr euch nie wieder erholen von dem, was ich hier mache. Es wird jetzt noch viel schlimmer. Verlasst den Islam. Ja. Ist einfach so. Na? Also haltet euch ganz, 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 ganz fest. Ja? Haltet euch ganz, ganz fest. Leute, ich habe was Schönes für euch. Bruder, bitte nichts Ekliges. Bitte nichts Ekliges, Bruder. Warum? Ey, ekelhaft, bitte. Max, oh, danke, Mann. Danke, dass ich dabei sein durfte und Gottes Segen und alles. Moonlight, wenn du was sagen willst, sag ruhig, Schwester, ne? Ich könnte hier ruhig bleiben, und falls da was ist, könnte ich halt, wann du willst, also. Kein Problem. Was du es mir erlaubst, dann bleibe ich hier. Okay, alles gut, Schwester, okay. Du darfst immer, ja. Ach du Scheiße. Scheiße, Leute. Ach du Scheiße. Wenn ich euch das zeige, ist eigentlich Wenn ich euch das zeige, ist Game Over. Oh je, oh je. Leute? Was hast du gesagt, Flex? Moment, kleinen Moment. So. Jetzt. Ich zeige euch jetzt was, Leute. Das wird ganz böse. Hört ihr mich gut, Leute? Hört ihr mich? Ja, jetzt hört man dich gut, Bruder. Okay. Seid ihr bereit, Leute?
Sunan Abi Dawud 4465. One who has intercourse with an animal. There is no prescribed punishment for one who has XY intercourse with an animal. Das heißt also, ihr könnt sogar Tiere pimpern. Nein! Ist das Ihr Ernst? Ist das Ihr Ernst? Ist das Ihr Ernst, dass Sie Tiere pimpern können? Ja, ja, das habe ich auch schon. Die können Tiere pimpern. Das ist sogar Al-Albani, das ist sogar Hassan. Ekelhaft. Also an jeden Sunniten, ja, ihr dürft sogar Tiere pimpern. Da gibt es nicht mal eine Strafe dafür. Ist das euer Ernst? Also wenn keine Frau in der Nähe ist, ja, dann könnt ihr sogar Tiere pimpern. Das ist gar kein Problem. Leute, ganz ehrlich, ich sage euch, das ist eine satanische Lehre. Sorry. Also ganz ehrlich, also wenn das kein Moslem erkennt, dass das eine satanische Lehre ist, dann kann ich auch nicht mehr helfen. Das ist eine satanische Lehre. Das ist eine satanische Lehre. Ja. Hat jemand gefragt, Flex, und Schwein dann auch? Ich habe geschrieben, nicht mal mehr Schweinchen. Wahnsinn. Also, Leute, ich glaube, ich muss nichts mehr hinzufügen. Jeder, der das gescreenshottet hat oder das gelesen hat, ist jetzt informiert. Das ist satanisch. Das ist satanisch. Ja, also die Sunniten, ich weiß nicht, was die... In der Moschee müssen sie auch darüber aufklären und sagen, hey, es gibt gar keine... Das Ding ist, Leute, ich sag euch, wo das Problem ist. Sie müssen mit Lügen sich am Leben halten. Das sind Verse, das werden sie niemals in der Moschee erwähnen, dass es keine Bestrafung gibt, wenn sie Tiere pimpern. Das werden sie niemals sagen. Ja, es ist sogar ein Hassan. Es ist sogar eingestuft als Hassan. Also gut. Ja, also sorry. Raus aus dieser Religion. Raus aus dieser satanischen Religion. Wenn ich das jetzt meine schwarzen Brüder zeige, die im Islam sind, die werden diese Religion verlassen. Und das meine ich ernst. Da brauchen sie nicht mal zum Hodja gehen und fragen. Und das werde ich auch meinen Brüdern zeigen. Das sind Sachen, die speichere ich ab und zeige das auch meinen Brüdern. Damit sie schnell wie möglich diese Religion verlassen. Ja, und nicht nur mit Zückerli meine Brüder hier verführen. Ja, komm zum Islam. Ja, simsalabim, jetzt bin ich drin. Nein. Das geht so nicht. Wir sprechen hier die Wahrheit und die Brüder sollen die Wahrheit erfahren. Ganz einfach. Ja. Simsalabim, jetzt bin ich drin. Egal, ganz kurz. Vor 4 Jahren in Berlin. Ganz kurz, Leute. Eine Sekunde, ihr könnt auch gleich alle reden. Servus, hört man mich? Man hört dich sehr gut, mein Lieber. Was können wir denn für dich tun? Und zwar habe ich jetzt ein bisschen mitverfolgt, was ihr hier besprochen habt. Bist du Moslem oder bist du Christ? Ich bin nichts von beiden. Also ich lese mich noch rein, ich schaue noch... Okay, aber bevor du sagst, du bist nichts von beiden, sag einfach, Mohammed ist nicht dein Prophet und gehört nicht zu dir. Ich bin noch am Informieren, ich bin noch am Lesen, weil ich will mir zwei Meinungen anschauen und dann will ich erst eine Entscheidung fallen. Weißt du, was ich meine? Ich lese mich in die Bibel rein, ich lese mich in den Koran rein und dann versuche ich zu lernen und dann entscheide ich mich, damit ich mal von beiden was weiß. Nicht nur die Hälfte, okay. Das bringt mir nichts. Okay. Und was? Na dann schieß mal los. Der andere Punkt war, ich habe gesehen, wie sagt man es? Mit diesem Simsalabim so mäßig. Meinst du das ernst oder ist es nur so ein bisschen provokant, damit du das rauskitzelst von denen? Nein, nicht rauskitzelst. Du musst diesen Simsalabim-Spruch nennen, damit du den Islam annimmst. Du musst die Shahada nennen. La ilallah ilallah, Muhammad Rasulallah. Du musst das sagen. Okay, ja, weil
irgendwie. Im Christentum musst du keinen Simsalabim-Spruch aufsagen, um den Christentum anzunehmen, sondern du musst den Herrn Jesus Christus als deinen wahren Weg und dein Gott sehen. Beispielsweise, du musst ihn annehmen. Ja, und nicht, ich muss jetzt einen Simsalabim-Spruch nennen und dann habe ich die. Falsch, was ist denn das? Es muss vom Herzen kommen, mein Freund. Okay, ja, ich weiß, was du meinst, aber wenn ich es mir so ansehe, dann irgendwie so ein bisschen provokant, dann denke ich mir so, ja gut, würde das dein Schöpfer auch so sagen wie du? Der wird sogar was die andere Backe noch hin. Was heißt provokant? Ich zeig da keine Gnade. Du musst direkt sein und diese Verse direkt ins Gesicht knallen. Soll ich jetzt das noch schönreden und sagen, hey, du musst schon ehrlich sein, weißt du? Weißt du, was ich meine? Jesus würde sogar noch die andere Backe hinhalten, weil er so ein reines Herz hat. Jesus würde die andere Backe hinhalten. Du bist Muslim, mein Freund. Nee. Doch, du hörst dich auf jeden Fall jetzt an wie ein Moslem. Für mich hat er ein reines Herz. Weißt du? Ja, aber du hörst dich jetzt an wie ein Moslem. Du hast dich gerade verraten. Ich bin kein Moslem, nee. Doch, du bist ein Moslem. Nein. 100% nein. Du hörst dich auf jeden Fall wie einer jetzt an. Du hast gerade eben dich selber verraten, indem du gesagt hast, ja, aber Jesus hat gesagt, halte deine andere Backe hin. Ich dachte, du willst dich entscheiden zwischen zwei Religionen. Woher weißt du das denn alles? Ich lese. Wie schon gesagt. Aha. Nee, weil, ja gut, dann wir hören dir aufmerksam zu. Was hast du denn für Fragen? Weil du redest ja immer von dieser Reine. Also denke ich mir, er würde sich nicht so äußern wie du, so provokant. Wir müssen die Dunkelheit aufdecken. Du bist von der Bibel nicht informiert. Ich schon. Jesus Christus hat gesagt, wenn jemand unsere Schrift verdreht, müssen wir aufstehen und Apologetik betreiben und müssen darüber aufklären. Ich mache genau das Richtige, ich mache nichts Schlechtes. Nee, ich weiß schon, aber... Und du, wo du dich sogar selber verraten hast, du hast gesagt, ja, Jesus würde sowas nicht machen. Also das kommt nur, sowas hört man nur von einem Moslem. Nö. Nee. Aber wenn du Fragen hast, dann schieß doch los mit deinen Fragen. Also ich bin sehr respektvoll, ich habe kein Problem damit. Nee, das ist mir jetzt nur so aufgefallen, deswegen. Mm. Ich würde es anders formulieren. Aber deswegen habe ich gefragt, ob du es mit Absicht machst, damit du es bei denen rauskitzelst. Ich bin direkt. Nein, ich bin direkt. Ja, das war meine Frage. Das war das. Okay. Ja, aber du willst doch was über ein Christentum wissen, dann stell doch die Fragen. Das war jetzt nur die Frage, ob du das mit Absicht machst, weil ich habe mitgeguckt und habe ich so, macht er das so, um die ein bisschen rauszukitzeln, oder macht er das mit Plan dahinter? Das war nur so meine einzige Frage. Aber Bruder, der hat doch auch am Bildschirm doch alles gezeigt. Ich verstehe halt eins nicht. Guck mal. Erstmal Gott. Nein, das ist nicht meine Frage. Ich habe ihm gefragt, aber das mit Absicht so macht, diese Fragen, damit das rauskitzelt. So die Antworten, die er hören will. Ja, Bruder, wie soll er? Jeder hat halt seine Art. Er schimpft ja. Ich verstehe dich auch, was du meinst, aber jeder hat halt seine Art. Du würdest es anders sagen, der andere wird es anders sagen. Genau, Flex, so das meine ich, genau. Ja, ich Flex hat. Sagen. Also, ich will ihn jetzt nicht einfach so beschützen, wenn ich sage, hey Flex, guck mal, da hast du irgendwas Falsches gesagt. Wenn ich das sehe, dann sage ich es auch. Aber er hat doch niemanden beschimpft, er hat doch alles per Quellen gezeigt. Und es ist einfach, wenn du es aus dieser Sicht siehst, einfach auch lächerlich. Ich mach's noch einfacher. Also du hast jetzt momentan gar keine Religion, oder? Ich lese mich rein, ich bin ehrlich. Warte mal. Hast du jetzt eine Religion, ja oder nein? Nein. Sag jetzt, Mohammed ist nicht mein Prophet. Ich bin noch nicht entschieden. Wenn du lügst, schmeiß ich dich raus. Sag, Mohammed ist nicht mein Prophet, wenn du jetzt noch gar keine Religion hast. Mohammed ist nicht mein Prophet, was? Okay, und Mohammed ist auch nicht der Gesandte? Ist auch nicht der Gesandte. Okay, alles klar. Okay, verstehe. Ich lege mich rein. Okay. Du bist ja wenigstens ehrlich, das ist gut. Wenn du das schon selber sagst, dann... Man schaut sich so an, auf der Seite passiert das, dann musst du schon überlegen, weil...
Du kannst nicht sagen, hier ist eine Schlange und hier ist keine. Bis auf beide Seiten ist irgendwie eine Schlange. Ich weiß noch nicht, was ich vertrauen soll, weißt du? Ich bin noch überlegt. Ich will lesen. Ich will mich bilden. Und dann. Aber soll ich dir was mitgeben? Zitat. Ja. Jesus Christus ist die Wahrheit. Und Jesus Christus hat nicht mit 11 Frauen geschlafen und hat auch keine SEX-Sklavinnen gehabt. Folge die Wahrheit und folge nicht der Lüge. Lass dich nicht manipulieren. Das ist das Einzige, was ich dir mitgeben kann. Ich werde dir nicht sagen, du sollst das Christentum annehmen, aber ich kann dich nur davor warnen, vor ein falsches Zeugnis, vor falsche Evangelien. Davor kann ich dich warnen. Und die andere Seite wird dich auf jeden Fall manipulieren und dir nur das Schönste vom Schönsten zeigen, und zwar mit Lügen, weil nur mit Lügen halten die sich am Leben. Die sind am Ende, das ist einfach die Wahrheit. Die sind am Ende. Es sind Tausende von Menschen, Hunderttausende von Menschen, die jeden Tag austreten. Einfach nur, weil sie erkennen, dass das eine Lüge ist. Deswegen, ich gebe dir das nur mal mit, so von meiner Sicht aus, halte dich fern von Lügen. Flex, darf ich dir noch kurz was sagen? Guck mal, selbst die Hochgelehrten der Muslime gehen gerade reihenweise aus dem Islam raus. Reihenweise. Nicht umsonst, weil sie kennen die Schriften, sie kennen die Tora, die kennen das Evangelium, die kennen den Koran, die kennen die Hadithe, alle. Warum denkst du, sind so viele schon aus dem Islam ausgetreten von den Großgelehrten, ja? Weil die sich damit auskennen. Weil die genau wissen, was da für Scheiße drinne steht. Was da für Unsinn drinne steht. Genau. Ganz einfach. Gottes Segen miteinander, Gottes Segen. Oh, Patrick, mein Lieber, wie geht's dir? Gut, danke, war gestern und vorgestern, gestern war ich ganz, ganz lange live. Ja, hab da gekämpft und hab da gesehen, dass die Muslime, also ich muss es wirklich sagen, so gelogen, das habe ich noch nie erlebt von einem Menschen. Also. Du, das ist ja normal, Patrick. Guck mal, in deren Religion, die haben die Erlaubnis, dreimal zu lügen. Ja, das nennt sich Tachia. Ja, sie dürfen dreimal lügen. Und wer ist derjenige, der Lügen erlaubt? Satan. Ganz einfach. Der Satan ist derjenige, der das erlauben würde, zu lügen. Gott aber hingegen würde niemals dir die Erlaubnis geben, zu lügen. Gott würde sagen, lüge nicht, sage die Wahrheit. Ja, lüge nicht in meinen Namen. Aber sie dürfen im Namen ihres Gottes, ja, den Gott, den sie da anbeten, ja, der sowieso nicht existent ist, ja, sie dürfen in seinen Namen lügen. Es ist einfach so. Und dahinter verbirgt sich ja kein wahrhaftiger Gott. Ja, dahinter verbirgt sich einfach ein Satan, der lügt. Ja, und der denen dreimal die Erlaubnis gibt, du darfst dreimal lügen. Ja, ich muss noch mal gucken, in welcher Sure das steht, ja. Sie dürfen lügen, fertig, Punkt, aus. Ja, also Wahnsinn. Ja, ich war gestern bei einer Muslima, die hat alle herausgefordert, da bin ich hineingegangen, konnte alles widerlegen und dann wollten die den drei einen Gott belegt haben und dann habe ich das ganz clever gemacht. Ich habe Psalm 45,7 zitiert und dann Hebräer 1,6-9. Da steht, O Gott, dein Gott, hier spricht Gott Vater zu Gott Sohn. Und dann schlägt sie, das wirst du jetzt nicht glauben, was sie gemacht hat. Die wusste, auf was ich hinaus wollte, diese Muslima, und zitiert aus der Zeugen Jehovas Bibel und präsentiert die. Und da steht natürlich da völlig etwas anderes. Und dann habe ich gesagt, jetzt beweis mir, was für eine Bibel du hast. Dann wird gelogen, ja, Luther, Bibel, 1999 bin ich schauen gegangen. Ja, ja, ja. Also furchtbar. Und dann kam noch der Joker, das kleine Kind, das nur beleidigen kann. Ja, ich bin wirklich nur in diesem Stream, weil ein Bruder drin war, der konnte sich nicht mehr retten und ich wollte den ja rausholen. Ne? Aber was da jetzt gelogen wird, wirklich, das ist furchtbar. Das ist normal. Das ist normal. Guck mal, was ich dir sage. Das ist normal. Die dürfen ja lügen und tun und machen, wie sie wollen. Das ist ja bei denen Standard. Die und auch, dürfen die lügen. Die nutzen ja nicht mal die richtige Bibel, die nutzen Internet-Webseiten, wo das alles falsch übersetzt ist. Und das ist einfach lächerlich. Die sollen sich mal die richtige Bibel holen, dann sehen die selber, dass das alles, was diese Shisha-Muslime hier oder diese Muslime hier auf TikTok labern, alles nur Bullshit ist. Ja, ich war gestern wirklich erstaunt, weißt du, ich habe gedacht, und jetzt habe ich gesehen, dass diese Muslime hier auf TikTok, die lügen sich selber an. Ey, das muss man ja sehen, die lügen sich selber an. Die lügen sich selber an. Ich weiß. Also die verteidigen die Lüge ihres Gottes
und sie wissen es, ich komme mit der Wahrheit und dann kommen sie so lügen richtig. Mit einer Zeugen Jehovas Bibel und zeigen nachher. Das ist normal, nur mit Lügen. Ich wollte kurz auf einen Kommentar antworten. Carmen, ja, ich habe einen muslimischen Namen, weil ich auch muslimisch aufgewachsen bin, mit einer muslimischen Familie. Und wo ist dein Problem? Also, um eine Sache das auch klar anzudeuten, nur mit Lügen. Leute, das müsst ihr euch sehr, sehr gut merken. Es ist wichtig, dass ihr euch diese Sachen merkt. Nur mit Lügen können die sich am Leben halten noch. Anders geht's nicht. Die müssen lügen, damit das Ganze noch bestehen bleibt. Ohne Lüge kein Islam. Es ist einfach so. Weil würden sie diese Sachen zitieren, was wir hier zitieren, dann wäre, das Feierabend, Leute. Das ist ja, Christian, ist ja vorbei. Ne? Es ist ja Game Over, ist das. Ne? Ach, okay. Ja, Lügen, ermorden, töten, ja, Menschen drohen auf TikTok, ja, Morddrohungen etc. Das ist das Einzige, was sie können. Warum? Das sind Gottlose. Das muss man einfach sagen. Das sind Gottlose, die kennen Gott nicht. Es ist einfach so. Würden sie Gott kennen, würden sie so solche Dinge gar nicht tun. Das sind Gottlose, sie drohen, Morddrohungen, sie müssen dich finden, ansonsten sie müssen dich XY, viele, viele Punkte. Und da erkennen wir, dass die mit Gott nichts gemeinsam haben. Ganz einfach. Ganz einfach. Fertig, Punkt, aus. Sie drohen sogar unsere Brüder und Geschwister. Patrick ist zum Beispiel der beste Beispiel, ja, wo sie ihn angegriffen haben, quasi, ja. Ganz einfach. Sie morden, das sind Feiglinge, sie werden Feiglinge bleiben bis an ihr Lebensende. Es ist einfach so, ja. Sie morden, sie lieben es auch zu morden, sie lieben es auch zu töten. Es ist einfach so. Mehr muss man nicht hinzufügen. Ganz einfach. Ne? Feiglinge bis zum geht nicht mehr. Frauen drohen, wo es nur noch geht. Da müssen wir eigentlich gar nichts mehr hinzufügen. Ist einfach so. Und da müssen wir Fakten und die Wahrheit sprechen. Ist einfach so. Ja, schon alleine, dass sie dunkelhäutige Brüder schon mit das N-Wort bezeichnen, betiteln, das B-Wort nutzen, sehen wir schon, dass sie keinen Respekt gegenüber Dunkelhäutige haben. Da ist schon jeglicher Respekt verloren gegangen eigentlich, ja. Meiner Meinung nach. Deswegen an alle schwarzen Brüder und Geschwister, die hier drinnen sind, verlasst den Islam, Brüder. Denn hinter verschlossenen Türen, ja, lachen die euch dunkelhäutigen Brüder aus. Es ist einfach so. Ich spreche aus Erfahrung, ich weiß, von was ich rede. Hinter verschlossenen Türen lachen die euch aus. Ganz einfach. Hinter verschlossenen Türen lachen die euch aus. Ganz einfach. Ich sag's nochmal. Bruder Flex. Ja, Bruder. Du sagtest ja, dass du heute nochmal mit deinem Landsmann sprechen wolltest, über den Islam, der in den Islam eingetreten ist. Richtig. Und zwar, ich wollte dich darum bitten, dass du ihm nochmal, ich weiß nicht, ob du den Hadith kennst, Mishkat al-Masabi 119 vorliest. Das ist der Hadith, ja, wo Mohammed gesagt hat, dass Allah Adam erschaffen hat und ihm zunächst auf die also ich kann es mal vorlesen. Also Abu Adarda berichtete, kenn das, dass der Gesandte Gottes sagte. Ich kenne das, Bruder. Genau. Ja. Genau. Dann bitte ich dich, dass du ihm das erzählst, weil ja, geht gar nicht. Werde ich machen. Und um noch ein paar Sachen noch hinzuzufügen, ist, Leute, die Arbeit, die wir hier machen, ja, es ist eine gute Arbeit. Ja, wir klären auch wirklich gut auf und mehr müssen wir nicht hinzufügen. Ja, ich spreche aus Erfahrung, hinter verschlossenen Türen, ja, lachen sie unsere schwarzen Brüder aus. Ja, es ist einfach so, hinter verschlossenen Türen lachen die uns aus. Und denken sich so, ah, guck mal, die Schwarzen da, ey, guck mal, dieser N da, ja, dieser, boom, guck mal, hier, da, dieser N, der gestern da war, dieser N. Ich weiß, wie die reden. Ich habe sie zu 100% studiert, ich weiß, wie die sind. Ja, hinter verschlossenen Türen, die beleidigen uns Dunkelhäutige bis zum geht nicht mehr. Ist einfach nur so. Ja, dass wir Dunkelhäutige, die respektieren uns nicht. Und deswegen finde ich das schade, dass unsere dunkelhäutigen Brüder sich dieser Religion widmen. Ja, diese Religion, die nichts
die uns Dunkelhäutige eigentlich gar nicht mögen. Es ist einfach so. Ja, deswegen muss ich meine Brüder aufklären und darüber sprechen. Ja, hinter verschlossenen Türen haben die keinen Respekt. Ja, die kommen nur noch mit das N-Wort. Die respektieren euch Dunkelhäutige doch gar nicht. Ist einfach so. Ja, deswegen an meine schwarzen Brüder, die im Hintergrund sind, die zuhören, die auch hier sind, die auch zuhören, Leute. Ja, ich küsse eure Herzen. Aber bleibt in der Liebe und hört mir wirklich gut zu. Ja. Und ich muss auch ganz ehrlich sein, ist euch mal aufgefallen, kein Moslem kommt mehr hoch, um mit mir einen Dialog zu führen. Weil sie ganz genau wissen, ja, es gibt einen Pam Knockout, Pam nach dem Pam anderen. Pam. Kein Moslem kommt mehr hoch. Finde ich auch gut so. Ne? Trauen sie sich nicht mehr. Die können mit mir keinen Dialog mehr führen, weil die Themen, die ich auspacke, oh je, das ist ganz schlimm. Oh je, oh je, oh je, oh je. Das ist nicht gut. Also, wenn ich meine Themen auspacke, wenn ich diese Frage stelle, Leute, und ich habe tatsächlich eine neue Frage, die ich stellen werde, ja, aber es traut sich kein Moslem hochzukommen und zu sagen, ey, mit diesem Flex will ich einen Dialog führen. Denn dieser Dialog ist schon automatisch ein, es tut weh. Ne? Es ist, ne? Und es ist die Wahrheit, ne, Leute. Ja. So, jetzt gucken wir mal. Nubien! Wer ist denn Nubien? Leute, an die Leute, die hier drin sind, die gerade zuhören, einen Augenblick, ja. Also Mohammed und alle anderen, die hier drin sind, ganz kurz, ne? Gib mir einen Augenblick. Nubien, was können wir für dich tun? Hallo, Bruder, guten Tag. Wie geht's dir? Gut, ja. Aus welchem Land kommst du? Aus dem Senegal. Senegal, bist du Muslim? Richtig. My brother, you have to leave that religion very quick. Why? Because that religion has nothing to do with God, my friend. How do you say it? How do you know it? I can show you a lot of verses. Are you a Sunni or are you a Shia? I'm not Sunni, I'm not Shia, I'm just Muslim. You're just a Muslim? Yeah, have nothing to do with my brother. My brother, you have to read. I'm not belong to any tariqa. But how can you know about the life of Muhammad when you don't even read the hadith? Can you tell me that? Who tell you that I don't read the hadith? I am gonna ask you a question. This is a very simple question. You only believe in the Quran. It's no problem. It's okay. But how can you... Not only the Quran, I believe in the hadith too. Hold on. I read the hadith too. How can you know... Hadith? You know? Okay. What? I'm listening. How can you know about the life of Muhammad when you do not accept the hadith? I don't tell you that I don't accept the hadith. You cannot be Muslim if you don't accept the hadith. Not possible. I don't understand you. You are far away from your phone, my brother. Your microphone is... No. I'm not far. From Jesus Christ. You hear me now? You hear me now? I hear you now, yeah. Okay. Maybe the place I was a little bit, you know, down, that's why. My brother. Yeah, I'm listening. Listen to your black brother. Leave the Islam. The Islam has nothing to do with God. Why? Because I can show you a lot of proof that your book has nothing to do with God. Okay, if it's, this time is have nothing to do with God. So which religion have something to do with God? The Christianity. Jesus is the way, not the Islam. Jesus is the way, not Islam, my friend. Who is paying you? Who is giving you something? I'm not giving you something. Do you have your Quran with you? I'm going to show you something. I don't have my Quran with me, but what do you take are your Quran? Take your Quran, and I'm gonna teach you about the Quran. Go to your Quran, and I will teach you, my brother. I don't have Quran with me right now. Yeah, but you're a Muslim. I have a Quran in the head. I get a Quran in the head. I'm a Hafiz. That's what you are talking with. I don't need the book. You know, we are Muslims.
we have the Quran in the head. It's not like Christianity. Okay. Nobody, no Quran, any Christian have. Okay. If you have the Quran in your brain, go to Surah 9 at Tawbah, Surah 9, verse 29, and read it for me. Please tell me. You mean which Surah? Surah 9, verse 29. Read it for me. And give me the tafsir for it. No, I cannot read it for you. You don't make you no see? Sense. Because, no. And should I tell you why? Because in this Surah, you as a Muslim, you must kill a Christian when you see him, and you should kill a Jew when you see a Jew. And then tell me about the... In any religion, in any religion, all the books from Torah, no. Linjil, Tauret, no. before no. any... No. No. Anybody, you read wrong. Is you need wrong. No. Quran. You read copy Quran. A Muslim. Allah Subhanahu wa Taala. Let me tell you something. Listen to me. Allah Subhanahu wa Taala say no. Anything is forgivable. Anything we can forgive to you. But okay, if I will kill make innocent quick. Person. Okay, Allah wait. Say anybody who kill innocent person, you never go to Jannah. You know, even animal, even cat, even small animal on the earth. Listen to me, my brother. 72 you know, huris in what Jannah. You are talking? 72. No. Whoa, hold on. You are going to get 72 huris in Jannah with swelling boobs. 72 women in Jannah with swelling boobs. Do you believe in this shit? What? The shit you are saying, I don't believe on it because it's too wrong. All what you are saying is bullshit. No. Have nothing to do with Islam. Have go to Surah 56 verse Islam. 17. Verse 2, go this to is mul. That's what Islam is tune, brother. Nine. This is it's in your book. This is, it is in your book. You cannot tell me this what you say to be a Muslim. Brother, you have I know to kill the Quran. Or you have, listen, I know no, the bro. Quran 10 times better than you. What, no, because what, you know I was I go, very I, close to no, convert to Islam. Listen to me, my brother. Listen to me. You are too young. You are too brother, old. I cannot listen to someone. About. I cannot listen to someone who doesn't know nothing about the book. Because you I don't know the nothing. Book more than you. You don't know nothing. They just carry you from the. So, you know, you are the house nigger. You know, people use you, you know, and to talk a bullshit, give you some small chicken change. Because if you say a black people have to live in Islam, you don't know nothing about on the ground of Islam. Who was the grandmother of Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Huh? You. What do you think? Who even who was even sallallahu alaihi wasallam? Open your book and I'm gonna teach you. Who was the Nubian? You read my name. You read my name. Who is the Nubians? Who is the Nubians, my brother? You don't know fuck. You don't know nothing. You are talking bullshit. If you say black people have to leave Islam, Islam belong to who? Belong to white? Belong to black? You see, and this kulli is... Muslim this kulli Muslim wa li kulli muslima. Innahum zannu allan tagula linsu wal jinnu ala Allahi kazib. My brother, Islam have nothing to... I'm gonna make it very quick for you. Go to your book. Don't be scared. And I'm going to ask you one question. And if you can give me the answer, I will convert to Islam. But your book doesn't have that answer. I'm going to help you now. And I'm going to show you something. Give me a proof of Islam prophecies. If you have a proof, I will convert. Okay? Ich bin gleich wieder da, Leute. Patrick kann übernehmen, ich bin gleich wieder da. Oder irgendjemand kann kurz übernehmen, ich bin gleich wieder da, Leute. Okay. Ich schlag vor, der mit den größeren Bizeps übernimmt. So, jetzt jeder geht zum Messding und misst sein Bizeps und sagt mir hier, wie der Umfang ist. Ey, jetzt übernehm schon, frag dich. Also, ich muss hier übernehmen. Das war jetzt eine klare Sache. Also, meine Lieben, es war ein bisschen emotional, aber das ist das Problem halt.
dass gewisse Muslime, die nehmen das so sehr persönlich auf. Man soll ja keinen persönlich beleidigen, darum geht es ja auch nicht. Aber wenn es so drin steht, dann ist es so. Meine Mutter ist ja auch, die ist ja immer noch Muslima und Praktizierende. Wenn ich ihr das zeige, dann schreckt die immer zurück und nimmt es sehr persönlich. Ja, und und hier und da, aber es steht so drin. Ja, und das Ding ist, sie kennt sich auch nicht krass aus. Und deswegen sagt sie dann auch sehr liberale Sachen. Ja, aber nein, das steht so nicht drin. Das dürfen wir nicht machen als Muslime. Wo steht das? Dann zeigst du ihr. Ja, aber das war damals so. Das sind halt die Probleme. Also, es ist nichts Persönliches, aber es steht so drin, Leute. Auch jetzt du, mein lieber afrikanischer Bruder, Flex hat nicht gelogen. Er hat ganze Zeit hier gezeigt, zitiert. Er hat das ja nicht erfunden. Er hat auch nicht beschimpft. Deswegen kontrollier das selber. Du kannst es selber überprüfen und dann kannst du feststellen, ob es wahr ist oder nicht. Ja, vor allem sind sie ja sehr geschockt, weil sie ja gar nicht, sie haben es gar nicht gelesen. Sie haben sich kontrolliert und dann wollen sie nicht zugeben, dass sie einfach etwas geglaubt haben, ohne es zu kontrollieren. Und das ist für sie manchmal, ich sag, für die meisten Muslime ist das peinlich. Ganz kurz, Leute, ganz kurz, alle ganz kurz stummen. So, Nubian, I give you as a black brother, if you say, I am talking shit, I was very close to convert to Islam. So I'm gonna give you a chance now to protect your book. If you say your book is the truth, I'm gonna ask you one question. What kind of Islamic prophecies do you guys have in Islam? I don't want any Christian prophecies in the Torah or any other prophecies in the Bible. I want Islamic prophecies, which is happening today, Nubian. So please, unmute yourself, because you're mute. You should unmute yourself. You have to unmute yourself. Nobody can hear you. Unmute yourself. I don't want anything what to do with a war. I want a prophecy. Unmute yourself. An meine ganzen aramäischen Brüder, armenischen Brüder, die Deutschen, alle, die hier sind, ich küsse eure Herzen. We are listening, Bruder. Ich komme nochmal. Ich bin gerade jetzt, ich kann nicht weiter reden, aber in 10 Minuten. Ich komme nochmal. Nimmst du mich hoch? Frage nochmal. Ich will auch das mit dir reden. Ich will mit dir nicht streiten. Ich bin nur ein bisschen. I am a brother. I know, but you know. Just what made me angry. One word, you say black people have to listen to Islam. Islam belongs to white. Can I tell you something? Yeah. Okay, tell me something. Be honest, and I don't want you to lie, because if you lie, I'm not going to invite you back in the stream. I'm going to ask you one question. Okay, ask me. If I know, I answer. If I don't know, I tell you I don't know. Let me speak. 600 and 700, that time, before Christ. Yeah. What happened to the black people? What did that, those Muslims in this year, what did they do with the black people? Who? 600, 700 in that time. 600, 700, yeah. So, what who you asked? The Muslims? You mean the hold Europeans? On. You hold mean on. The Let the me Arabs. Speak. Let me okay. speak. Let me speak. Let me speak. Okay. What did okay. the Muslims do to the black people? What the Muslims do to the black people? Yes. Don't lie. Don't lie. Don't lie. You ask if you me lie, what I'm gonna I know you or lie. What I believe. No. You ask me what I believe. You are talking about slavery. Slavery, you don't what start. Did the Arabs, what did the Arabs you ask did me, let me answer you. What I'm not going to lie to you. I'm going to answer you what I believe. You know? Because slavery has nothing to do with Islam. See, Islam is the is the religion oh, Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who is the one who forbid slavery. The one religion in this earth we are living who stopped slavery. And slavery have nothing to do. This is conquered, ignoring
taking people who don't have power, you know, to conquer you them, know, to make them a know. Slave, have nothing to do with Islam. You are making two different things, my brother. Have my brother, do this. You should inform yourself. We are the first human being. Mohammed, yes or no? Mohammed, listen, Mohammed had two black slaves and switched him for one black slave. And do you know in the books how they call us black people animals? But I ask you something. Islam made slavery here in the age. Before Islam, slavery was in this dunya. We have a slavery here before Islam, yes or no? Those people, they are laughing at you. No, I'm asking you. The slavery, we have it before Islam, yes or no? We had slavery, of course, before Islam. But who was the biggest slavery? So, who was the one who started the biggest slavery in the history? That? Who? Tell me. Well, who tell you the Muslims, the Arabs, they are the biggest slave master? Who tell you? Which book? Thank you. Thank you. They are. No, my brother, no. No. This is what you believe. No. This is your own opinion. No. Give me go to history books and you will see that they were one of the biggest slavery masters in this world. Who write all history book about blacks? Is it black people who write it or white people? Who write it? Why do you let those it's Africans who write it? No, my brother. All the history books, 99.9% today we know is 90% is lie. What they tell us about Nubians in Egypt? What they tell us about the Pharaoh? Who paid you to believe in these things? A black brother speaking from experience, and you do not even listen to me. No, I'm listening to you, my brother. I'm listening to you. No, you are not listening to me. You know why? Okay. You know why those Arab people? Okay, now I listen. Why those Arab people? They are strong because we black people, we do not hold together. That is the reason. Because we split, and that is the problem. Those Arab people, they do not care about you. They don't care about you. They only think about their families. They don't care about you, my friend. They don't care about you. They don't care about you. I'm listening. Why do black people split? You care about somebody who don't care about you. I don't give a damn. Arab or white or any human being. Human being is a human being. Okay, I will ask you of Allah. Okay, wait. I'm going to ask you one question. Be honest to me. Be honest to me when I speak with you. Be honest to me. Mm-hmm. If you are a true person who speaks the truth, I'm going to ask you one question. Okay, I'm going to ask you one question. How did the Islam came to Africa? How did the Islam come to Africa? Did the Islam come to Africa the way he come to everywhere in the world? Hold on. Let me speak my words. You ask me, you have to answer. Wait, I'm not finished. Okay. Did the Islam came with the sword, or did they came with the chips and gave you something to eat? Did they came with the sword or with the chips? Be honest, I don't want you to lie here. I don't understand the question. They come with chips or what? Did the Islam came? Huh? How did the Islam came to Africa? Don't lie. Be honest to you. They say like all the religion, how they come to Africa. Because Africa, we have our own belief in, and European had their own belief before Islam, before Christianity. That is not my question. My brother, that is not my question. Stop. Okay, then I don't understand your question. Say it again. My brother, please stop lying. Please. No, I'm not lying. I'm answering you what I believe. I will ask you this question again. I'm going to ask you this question again. How did the Islam came to Africa? Please be honest. How Islam come to Africa? The Muslims, they are the one who spread Islam everywhere in the world. The way they bring it in Asia, the way they bring it in Europe. Wrong. I'm going to ask my you brother, again the question. How he come? No. How he come? No. How Islam come to Africa? I'm going to ask you the question okay. again. Did Islam came to Africa with the sword? Or did they just came with the book? The enemy of Islam, they say Islam come everywhere with the sword. But it's not true. It's lie. This is a dead lie. A real Muslim who believe in Allah subhanahu wa ta'ala. No. Let me say something. It's a lie. No. Do Farid learn? Yeah, the religion had malcreated the sword. Every religion. Lying.
Make a war. Nein, Every Bruder, prophet. Nein, ich bin mit dir da nicht einig, Mann. Bruder, nein, was ist los mit dir? Bruder, was ist prophet los mit dir? Prophet sallallahu alaihi wasallam was not in Senegal, my brother. Prophet sallallahu alaihi wasallam Muhammad was not in Senegal, he was not in China. And today we are almost 65% of the population in the world. And you cannot tell me, my brother, a black people, we are not all the, you cannot bring black people out of traditional, you know, and the beginning of Islam and anything in Islam. You cannot bring black people out of Islam, my brother. Islam don't belong to Arabs. Islam don't belong to Arabs. Who said that? My brother, no. What are you talking? He started there. Islam started in Arab, in Mecca and Medina. It's true. There's any prophet Allah sent in this world, information, a book, he sent it to their language. The people he can speak, people can understand the person. If you go to Fontura, Linjil, Tauret, the Surat, Arab people, the Quran, the Arab people, they are laughing at you right now. My they brother, are at my brother. No, I'm asking you. Yes. The Arab people. How many Arab? No, I'm asking you, my brother. How many percent you have in the Arab, in Islam, and how many percent you have another nationality who they are not Arabs? Because Quran al-Karim is not a language of nobody. They write it, you know, in different scripts, in different languages. Und das dann auf Hocharabisch ist. Ich frag ihn mal, warum der Koran gerade auf Hocharabisch ist. Bruder, du redest mit mir, oder? Ja, 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 dann frag ich dich. Warum? Ich sag dir, von Linjil bis Koran, die ganze Information, was auf dieser Erde, die Botschaft, die Propheten, die Gott, Allah subhanahu wa ta'ala, geschickt hat, die Finale war Islam, war Prophet Muhammad. Seit 1455 Jahren. Mein Bruder, du kannst mir nicht sagen, Allah hat irgendjemand, einen Prophet, ein Buch gegeben, in andere Sprache. Let me ask you a question. Yeah. Calm down. Okay. I'm going to ask you again my final question. I just want a yes or no. I'm going to ask you a question. I tell you yes. Okay. I'm okay. Listening. Do you believe in the Torah? Yes, we believe in Muslim, okay, we believe in all. Okay, stop. You believe in the Torah, you said yes, right? Not all, because the Torah too is not what original. In Quran, it is written you have to believe in the Torah. Because what are you talking about? We brother? Believe in Prophet Musa, we believe in Yusuf. No, we believe that in is all not the question. Because it's, yeah? Okay. Nine. That is not. You ask me if I believe. If I believe in Torah. Nine. Falsch. In the Quran, it is written that you have to believe in the Torah. You have to believe in the Torah. I'm gonna ask you one question. So, if your God says believe in the Torah, who is the God that was speaking in the Torah? Bitte schön. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt kommt ein Knockout nach dem anderen. Bitte schön. Wer ist der Gott, der gesprochen hat im Alten Testament? Welcher Gott war das? Ganz kurz wollte ich was fragen. Dann frag warte, Bruder. Ganz kurz. Who is the God that was speaking in the Old Injil? Bitte schön, Nubien. You unmute yourself. Welcher Gott hat gesprochen im Alten Testament? Im ersten Buch Mose, wer hat da gesprochen? Das ist ein Knockout für euch. Das ist ein Knockout. Tell me, who was the God that was speaking in the Old Injil? Bitte schön. Der Heilige Geist, ihr sagt ja, das ist Jibril. Hat Jibril jetzt im ersten Buch Mose gesprochen oder wer? Who was the God that was speaking in the Old Injil? Was that Jibril? Or was that a God? Heiliger Geist. Wer war das jetzt? Jibril im 1. Mose oder war das Gott? Give me the answer. I'm waiting. If you believe in the Old Injil, welcher Gott hat im 1. Testament gesprochen? Im Alten Testament. Welcher Gott hat da gesprochen? Der Heilige Geist. Ist das jetzt Jibril oder war das Gott? Wer war das jetzt? Give me an answer. I'm waiting. Ich gebe dir so viel Zeit. I'll give you enough time.
Ich bin ja mal raus, ne? No ich wünsche euch allen. No answer, no answer is also answer. Thank you, Nubian, that you was here. And thank you for disappointing the black community. Thank you for disappointing the black community. Yeah? Because black people do not understand that those people, those Arabs, they are laughing at us black people. Because a lot of black people are not educating themselves and reading the scriptures. Because if you would read the scriptures, you would understand that this book has nothing to do with God. If they go at home, wenn sie nach Hause gehen, die lachen dich aus, Nubian. Und das meine ich ernst. Die lachen dich aus. Ja, Flex, die lachen dich aus. Ja, bitteschön. Ja. Ich bin auch raus. Ne? Ich wünsche euch allen Gottes Segen. Nubian, falls du noch hier bist, I wish you that God bless you and that you recognize Jesus. Schönen Abend euch allen. Ja, alles gut, alles gut. Aber Flex, so, was habe ich dir heute Mohammed, gesagt? Mohammed wollte was sagen. Mohammed wollte was sagen, Bruder, ganz kurz. Warum? Eigentlich wollte ich ihn eine Sache fragen. Warum hat Gott die ersten zwei Bücher in einer leichten Sprache, die jeder verstehen konnte, geschrieben? Und warum musste dann der Koran, ja, auf die komplexeste Sprache gesprochen werden, die wir auf diesem Planeten haben? Auf die komplexeste Sprache. Absolut. Wenn man die arabische Sprache mal analysiert, ist das die komplexeste und schwerst zu lernendste Sprache der Welt. Niemand würde sich die Mühe machen, Arabisch zu lernen, nur um den Koran zu lesen. Wahnsinn. Ein nicht arabisch sprechender oder ein Araber, der nichts mit der arabischen Sprache oder mit Arabern zu tun hat, bräuchte, um die arabische Sprache zu lernen, lass mich nicht lügen, 5 bis 10 Jahre, um die arabische Sprache zu verstehen, sprechen zu können, schreiben zu können und so weiter. Aber zum Beispiel wir Araber, wir brauchen weniger. Wir haben das veranlagt. Wir brauchen dafür 2-3 Jahre. Vielleicht. Richtig. Deswegen, ist so. Das ergibt keinen Sinn. Also ich finde das schade, dass der Bruder, dass die den so verblendet haben, dass er dieser Religion so blind folgt. Das ist wirklich, das macht mich schon irgendwo traurig. Aber sie werden schon irgendwann mal die Wahrheit erkennen. Noch ist die Hoffnung nicht verloren. Denn diese Leute, wenn sie nach Hause gehen, dann lachen die uns hinter verschlossenen Türen, lachen die dunkelhäutigen Brüder aus. Es ist einfach so. Die lachen, die bezeichnen sie auch mit das N-Wort. Ich weiß es, weil ich das erlebt habe. Und ich weiß das einfach. Ja, dass diese widerlichen Menschen einfach hinter verschlossenen Türen Dunkelhäutige mit das N-Wort betiteln. Und deswegen zeige ich da auch kein Pardon mehr. Es ist einfach so, da zeige ich auch kein Pardon mehr. Egal. Alles gut, Leute. Ne? Ihr habt ja gesehen heute wirklich, das war ein sehr, sehr starker Stream. Aber ich würde nochmal Patrick nochmal sprechen hören, nochmal was Schönes sagen. Ja. Patrick, bist du noch da? Ja, ich bin da. Wie meinst du? Möchtest du uns, oder kleinen Moment, das sind noch Geschwister, die hochkommen wollen. Eigentlich will ich eine kleine Pause machen, aber ich mache noch ein bisschen weiter. Ich weiß, am liebsten, wenn es jetzt nach euch geht, wahrscheinlich bis 6 Uhr morgens noch streamen. Ne? Ja, ganz kurz, Leute. Ja, ich gehe jetzt noch nicht auf. Alles gut, Leute, kleinen Moment. Ich hole jetzt erstmal die Geschwister kurz hoch. Ne? Genau. Was hat der Mohammed gesagt? Ich habe den Mohammed nicht verstanden. Mohammed, was hast du gesagt? Sag, das ist doch traurig, wenn du jetzt offline gehst. Nein, mache ich jetzt nicht. Alles gut. Ich bin noch da. Es gibt eine Probleme, die ich sie letzte Mal gemerkt habe. Ich gehe auf den Stream vom nicht nur Deutsche, auch vom England und Amerika und so auf Englisch. Und die nehmen das ernsthaft, dass Jesus gehört denen und nicht uns. Und die sagen zu mir, habt ihr nicht mehr mit Jesus zu tun? Ich sag ihr, sag mal, schämt euch nicht? Und ich sag, dann bin ich zu der Imam, der live macht, habe ich ihm erzählt, komm, bitte, diskutier mit mir.
hat Jesus als Schahada gesagt? Dann sagt er, was meinst du? Er sagt, wie kann ein Mensch zum Islam konfrontieren, wenn er keine Schahada sagt? Dann sagt er, ja, wir müssen das suchen, wo hat er gesagt? Dann sucht er, dann sagt, ja, da hat er die Schahada gesagt. Weil Jesus hat gesagt, weiß nicht was, jetzt eine Lüge oder so, dass Jesus hat gesagt, Allahu Akbar. Und dann ich sag, hä, Allah. Wahnsinn. Wahnsinn, die sind so lächerlich. Nein, ich sagte dir, guck mal, das wird wirklich, wenn es so weitergeht und diese Leute nicht stoppen, ne, das kommt irgendwann zu einem Krieg, genauso wie in Palästinien und Israel. Die sind gekommen ganz spät und dann sagen sie, das ist unser. Und jetzt sie sagen, ja. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Jesus ist unser. Was ist das? Wahnsinn. Sowas gibt doch gar nichts auf der Welt. Und dann zeigt mir, letzte Mal in einer deutschen Live, sie kennen mich alle, sie holen mich, wenn ich nur gucke, sofort, er gibt mir hier, dass ich hier hochkomme. Dann sagt er mir, guck mal, was Jesus gemacht hat, wir haben Bibel, guck mal, ich sage, ich habe auch selber. Dann er liest mal, ne, ich weiß nicht, woher hat er diese Bibel, dass Jesus ja. war nackt, wenn Maria Magdalena kam, und dann sie massiert ihm, und dann ich sag, ja, und die ganzen Raum war mit Leute, und sie massiert Jesus nackt, oder was? Dann sagt er, ja, da, lies mal, ne? Und da hat er, vor allem, war auch viele Deutsche, dann sagt er, ja, natürlich, bei uns, unsere Religion ist so friedlich, und die Christen haben Steinigung, haben Hände abhaken, haben Zunge. Und da habe ich ausgeflippt, ne? Ich habe auf Arabisch besser nicht, Gott sei Dank, keiner gehört, was ich mit ihm geredet. Er versteht Arabisch, ne? Ja, ich habe keine Ahnung, weißt du, was in der Scharia steht? Wenn jemand auch einmal nur klaut und der hat keinen triftigen Grund, Hand ab. Der nee, nicht nur Hand, eine. Nicht eine, gestern habe ich gelesen. Es gibt zwei Hadithen. In einem heißt es, eine Hand ab, und bei dem anderen heißt es, beide Hände ab. Moment, nein, ich habe gelesen gestern. Aber bevor wir weiter darüber reden, ich will die Mel kurz mal sprechen, weil die wollte die ganze Zeit was sagen. Ja. Und zwar. Mel jetzt. Hallo Maus. Also, ja, hallo, danke, wie dass geht's ich dir? Um sein durfte. Ich habe dich vermisst. Ich habe dich gestern im Livestream von, wie heißt er nochmal, irgendwas mit P, habe ich dich da gesehen. Und da habe ich dich voll supportet, aber du hast mich ignoriert. Ist ja auch egal. Du bist trotzdem toll. Also, und zwar, du bist so toll. Also, ich war in dem Livestream drin, okay? Und da meinte ein Christ zu mir. Ja. Was? Achso, okay. Alles gut. Kann ich trotzdem reden? Okay. Also, ich bin zurzeit sehr schwer krank. Und da meinte ein Christ zu mir, dass ich Kamelurin trinken soll und dass es dagegen hilft. Stimmt es? Warum lachst du? Da musst du einen Muslim fragen. Hilft es dagegen? Entschuldigung. Also mit Sicherheit nicht, ja. Nein. Das wäre Novartis pleite, ja. Wo kriegt man denn Kamelurin? Ja, das kriegst du in Ägypten und sowas. Ach so. Scheiße, geil. Nein, wenn du krank bist, gibt es zwei Möglichkeiten. Gott kann dich heilen durch Gebet, gleich direkt kann er dich heilen. Oder, wie es eben das aber bei König Hiskia, er kann dich aber auch durch Medikamente heilen, also durch den Arzt. Ja, oder, das habe ich schon genommen. Oder er heilt nicht mehr und du glaubst an ihn, bist ein Kind Gottes und gehst direkt zu ihm nach Hause. Okay. Diese drei Möglichkeiten, die hast du. Ja, danke. Soll ich dir sorgen oder so? Ich bin keine Muslimin. Nein, alles ist Also, dass die gesagt haben, Kamel trinken, das ist schon sehr krank. Also, da würde ich mich fernhalten, weil diesbezüglich wissen wir ganz genau, dass die WHO
schon selber sagt, dass das wirklich gesundheitsschädigend ist, und das würde ich lieber lassen. Aber das kam ja von dem Christen, Flex, weißt du? Welcher Christen? Das ist muslimische Sache. Das hat er wahrscheinlich auch Spaß gesagt. Okay, gut. Naja, ja. Das hat auch Spaß gesagt, mit Sicherheit. Mit okay. Sicherheit. Ich sollte jetzt eigentlich bald essen, aber bevor ich essen tue, Leute, ja, bevor ich was esse, Leute, würde ich mal Patrick, falls Patrick Lust hat, ein Gebet mal für uns zu sprechen, ne, Patrick? Ich würde sogar nachher noch mal kommen, Leute, wenn ihr mich diesmal ein bisschen verschont, weil ich habe mega Hunger, ich sollte echt was essen. Weil wir haben jetzt ganze Fam da und tatsächlich müssen wir mal alle gemeinsam essen jetzt, und deswegen wollte ich euch jetzt mal wirklich ein Gebet da lassen, und dieses Gebet soll mal Patrick machen. Okay, das mache ich gerne. Dann gehe ich nachher auch raus, ja, weil mein Akku ist auch weg. Wenn ich wieder Akku habe, komme ich dann wieder. Aber ich bete gerne. Ja, natürlich, natürlich. Herr Jesus Christus, Herr, gelobt seist du in aller Herrlichkeit und Ewigkeit. Amen. Herr Jesus Christus, Herr, Herr, bitte segne uns, Herr, und lege deine schützende Hand über uns. Und bitte erweitere unser Gebiet im Evangelium, damit dein Wort Menschen erreicht, Herr. Und vor allem jetzt in dieser so schwierigen Zeit, wo wir leben, Herr, dass die Muslime dich erkennen, Herr, dass die Streams, die wir haben hier, dass sie von dir gesegnet werden, dass dein Wort, Herr, in aller Macht auf die Menschen ins Herzen trifft und kommt, und damit wir mit deiner Hilfe, Herr, Weisheit und Durchhaltevermögen bekommen und Geduld, Herr, im Kampf gegen den Teufel, Herr. Bitte segne uns, Herr, segne uns und gib uns Kraft, dass wir immer wieder weiterlaufen und dir nachfolgen, Herr, dass wir den Lauf vollenden, Herr, dass wir jetzt in dieser Zeit, in dieser so schwierigen Zeit, dass wir dranbleiben an deinem Wort und dass wir mit dir, Herr, dass wir die Krone bekommen, Herr, die du für uns schon vorbereitet hast, in deinem mächtigen Namen. Amen. Amen. Boah, Leute, das war mal richtig stark von Patrick. Amen. Richtig, richtig stark. Ne? Leute, ich find's gut. Wir haben wirklich 3 Stunden gut gestreamt, Leute. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen was essen. Ich bin jetzt auch öfters wieder da, meine Lieben. Macht euch mal wegen mir keine Sorgen. Ja, ich bin öfters da. Morgen habe ich wirklich ein anderes Thema, was wir dann besprechen. Ich wollte nur ganz Manal, kurz Schwester, ja. Ja, Schwester. Nur ganz klein. Ich habe diese Surat al-Ahzab 38 gelesen, vorgelesen vor jemand, Muslime gestern. Mhm. Und dann er sagt, nein, alles, das ist eine, die Hände abhaken. Da steht, ja, wenn jemand klaut, wird sein Hände abhaken und nicht ein Hand. Ne? Ich weiß nicht auf Deutsch wie, ich habe das auf Arabisch. Hauptsache ja, habe ich auf den Tafsir gegangen und da steht, Gott hat geschrieben 4 Hände im Tafsir. 4 Hände, das heißt, ein Mensch hat 4 Hände. Verstehst du, was ich meine? Ach so, weil ich glaube, nicht oder nicht? In dem Tafsir steht, ja, Gott, mal, ihr meint 4 Hände. Hä? Ja, aber guck mal, ich habe nur ein Hadith gelesen, wo drinne steht, man soll ihn eine Hand abhacken. Wo, also der ist auch Sahih, wo man sagt, dass man ihn eine Hand abhackt, wenn er erst einfach so geklaut hat aus Spaß, so, weil obwohl er Geld hat, so, weißt du? Das kenne ich. Also, ja. Dass da noch mehr gibt, das Buch, das ist krass, ey. Aber Leute, lasst uns darüber später reden. Ich möchte nur noch mal kurz was an die ganzen Leute sagen. Alle, die hier drinne sind, die unterstützt haben. Ja, ich küsse eure Herzen. Alle, die den Stream geliked haben, ich küsse eure Herzen und all diese ganzen Unterstützungen, Leute. Durch euch sind wir stark und ich kann nur eine Sache sagen, Leute. Durch euch wächst dieser Stream immer mehr. Und wir machen das wirklich richtig, ne? Und wir sind schon sehr, sehr stark miteinander und das ist ganz wichtig. Aber Leute, wisst ihr, was ich sehr krass finde? Wir haben tatsächlich nach
zwei Stunden wirklich die 200.000 Likes geknackt. Das ist Rekord. Das hatten wir noch nie in so einer kurzen Zeit, dass wir so viele Likes hatten, ja, innerhalb kürzester Zeit. Deswegen, Leute, vielen, 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 vielen Dank, Leute, für die Unterstützung und ja, gemeinsam sind wir stark. Ich sag's nochmal. Und später, ja, ist der Flex da. Jetzt erstmal eine kleine Pause. Jetzt mache ich erstmal einen Hand-Self-Made-Burger mit Pommes, ja. Und falls ihr das nicht wisst, ich sag's euch nochmal an die Brüder und Geschwister, ich kann richtig gut Burger machen. Besser wie im Blockhaus. Ich meine das ernst. Ich kann sehr, sehr gute Burger machen. Ne? Also wer grillt, ja, ich kann sehr gute Hunger, Flex. Ja. Flex? Ja. Ja, danke, dass du mich hochgenommen hast. Ich gehe jetzt auch wieder runter. Ja. Vielleicht nerv ich dich später nochmal, wenn ich sehe, dass du live bist. Du bist echt toll, Mausebär. Ich supporte dich immer. Ich verfolge dich überall, egal welchen Livestreams du bist. Und ja, tschüss. Mohammed, du bist ja, und gute Besserung, ne? Dankeschön. Ja, gute Besserung, ne? Ciao. Ich wünsche euch auch Gottes Segen. Bis später, Flex. Und unsere Schwestern und Brüder. Tschüss. Ciao. Also, an alle, ciao, ciao. Und bis später. Bye. Jo, ciao, ciao.